Einen wunderschönen guten Abend und hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde Let's Tour zur Abwechslung mal hier live auf Twitch. Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass ihr zuschaut. Grüße euch in die Runde. Hallo, liebe Finn, was hast du da gerade getestet? Nein, das liegt ganz einfach daran, bevor der Stream immer losgeht, da probiere ich erstmal durch, ob hier auch alles so funktioniert, wie es denn soll. Und dementsprechend habe ich das dann alles vorbereitet. Und das hast du eben noch gesehen, bevor ich dann eben hier den Chat gecleant habe und damit wir wieder alles in Ausgangsposition sind. So viel nur dazu am Rande. Soll aber nicht Thema sein. Heute ist Thema Maker Faire in Hannover. Der liebe Mirko, der liebe Stefan und ich, wir sind auf der Maker Faire gewesen am vergangenen Wochenende. Und darüber wollen wir uns heute Abend ein bisschen im Chat unterhalten. Ihr seht schon, die beiden sind da oben in der Ecke schon drin. Und die schalte ich jetzt gleich mal dazu. Liebe Grüße in die Runde. Einen schönen guten Abend. Ha, geht doch. Mensch, lieber Stefan, ja, du hörst dich so ein bisschen geschmeidiger an als sonst. Hast du technisch irgendwie aufgerüstet? Ja, ich habe ein bisschen investiert. Ja, oh ja. Ich habe mir mal ein Mikrofon gegönnt. Merkt man, so ein ganz kleines bisschen fällt es tatsächlich auf. Sehr gut, sehr schön. Ja, ist doch schön. Muss ja auch mal sein. Ja, ist eigentlich mehr wegen der Bequemlichkeit und gar nicht so sehr wegen der Qualität. Also da habe ich gar nicht so sehr nachgeguckt. Also ich merke es tatsächlich schon. Es macht schon einen Unterschied aus, ob du halt ein Headset hast, was du eben hier so nach vorne hinweggehen hast, was du ständig irgendwie vor der Nase irgendwie siehst. Oder eben, genau, ob es sowas ist wie hier, dass du da sowas Freischwebendes hast, wo du dich da nicht drum kümmerst. Der Unterschied ist eben, wenn du näher rangehst, hast du eine andere Stimme, als wenn du weiter weggehst oder so. Ne? Das merkst du natürlich dann auch auf dem Wege. Ich gönne dir Donnerstag. Ja, das ist gut. Ich hatte einen Eisbecher und jetzt ein Bad. Bedeutet das, du sitzt gerade ganz gemütlich in der Badewanne und lässt es dir gut gehen? Was für ein interessantes Abendprogramm hier doch, ne? Unglaublich. Technische Geräte in der Badewanne, das ist aber ungesund. Na, ich schätze mal, das wird sie in sicherem Abstand aufgestellt haben. Oder, wie es bei Finn üblich ist, sie hat wahrscheinlich nochmal einen großen Fernseher oben in der Ecke nochmal eingebaut vom Badezimmer, wo sie ganz gemütlich dann eben uns zugucken kann jetzt. Laptop, auch gut. Den hat sie jetzt auf die Knie in der Wanne oder wie? Ich wollte auch gerade fragen. Dann ist das Bild sehr flüssig. Ja, fertig. Oh Mann. Ja, dann haben wir diese technischen Gegebenheiten ja auch schon mal rausgefunden. Und lustigerweise, das soll ja auch heute Abend Thema sein. Wer weiß, vielleicht ist da sogar das ein oder andere wasserdichte Laptop bei gewesen oder Notebook halt. Das wäre auch nochmal interessant, oder? In der Wanne. Okay. Es wird doch interessanter. Mal sehen, wie sich das hier alles noch entwickelt. Nachher muss ich den Stream hier noch irgendwie auf 18 stellen oder sowas. Wer weiß, kann alles noch kommen. Ja. Vampirchen ist da. Grüß dich. Hallöchen. Ja, na, wie geht es dir? Kommst gerade rechtzeitig zum richtigen Moment. Finn wird uns nachher ein Bild schicken, wie sie mit ihrem schwimmenden Laptop in der Banne sitzt und den heutigen Stream genießt. Nein, also wie gesagt, heute geht es um einen kleinen Ausflug, den wir am vergangenen Wochenende gemacht haben, denn es war Maker Faire Zeit in Hannover und wer mit diesem Begriff vielleicht noch nichts anfangen kann, schmeißen wir das einfach mal in der Runde. Lieber Mirko, lieber Stefan, was ist die Maker Faire? Ja, das ist diese. Jetzt wollte ich gerade die Seite von der Maker Faire aufrufen. Da sind Tüftler und Bastler. Ja, so die, was ist das? Die Machermesse, wenn man es übersetzen will. Machermesse. Ne? Also Leute, die Ideen haben, die irgendwas produzieren, herstellen im weitesten Sinne des Wortes. Ne? Irgendwie Innovation haben vielleicht, irgendwelche Sachen, die wir dann mal in, ja, weiß ich nicht, ein paar Jahren dann auch mal im Laden zu kaufen kriegen. Genau so sieht's aus. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich gehe mal eben auf die Seite selber drauf und dann gucken wir uns das Ganze doch ganz einfach mal an. Gucken wir mal hier. So, da haben wir die Maker Faire Seite offen. Ich gebe mir für die Antwort tatsächlich 1 Million. Nein, ich will keinen Newsletter haben. Der braucht hier gar nicht aufpoppen. So. Ihren Ursprung. Ich habe gerade, was ist die Maker Faire? Das ist ja super auf der Seite. Das ist ja toll.
Ihren Ursprung hat sie in den USA. Die Amerikaner besprechen von The Greatest Show on Earth. Naja, wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. Und meinen damit, dass eine Maker Faire zum einen eine Wissenschaftsmesse ist, zum anderen eine Art Jahrmarkt und zeitgleich etwas vollkommen Neues. Okay. Es ist ein Festival für Inspiration, Kreativität, Innovation, was generationsübergreifend begeistert. So, das ist schon mal der einleitende Text hier. Und ja, man könnte sagen, wir haben Wissenschaftsstände gesehen mit so kleinen Mini-U-Booten. Und wir haben, was waren das mit den Fledermäusen? Das fand ich auch ganz cool. Wir haben ja ganz viele Sachen gesehen, die werden wir uns aber gleich mal im Detail angucken. So, ne? Ja, aber im Grunde ist es was für Jung und Alt. Genau. Klar, zum einen viele Schulen nutzen diese Gelegenheit, um dann eben mit ihren Klassen dort Ausflüge zu machen, weil man da eben so ein bisschen sehen kann, was denn Technik noch sein kann, außer eben nur staubtrockene Bücher und Langeweile im Physikunterricht oder was auch immer. Sondern hier sieht man das dann in der praktischen Anwendung. Hier sind kleine Roboter, die in der Gegend rumflitzen. Hier siehst du große Gebilde, die draußen aufgebaut sind. Du kannst Sachen selber zusammenlöten. Du hast da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo man sich selbst auch dran ausprobieren kann. Und ja, das finde ich eben ganz interessant, dass es da solche Sachen eben inzwischen gibt. Und die Messen, die gibt es, glaube ich, ja schon doch ein bisschen, ja nicht ein bisschen länger, aber zumindest eben, das ist jetzt kein niegelnagelneues Thema, sondern das ist jetzt ein Ding, was eben bedingt durch die Pause, die wir ja alle hatten, so ein bisschen ausgesetzt ist, aber jetzt zum Glück zurückkommt. Und ja, deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt und gesagt, diesmal schauen wir uns das Ganze auch an. Und hier sehen wir jetzt mal so ein paar Eindrücke der Messen von den vergangenen Jahren. Und du siehst es schon, da ist so relativ vielfältig alles Mögliche dabei. Sogar ein DeLorean hier. Ja, der war dieses Jahr leider nicht da, aber das ist ja. War das in Hannover alles, ja? Ja, der war auch jetzt, in Hannover. Oder sind das jetzt tatsächlich Bilder von Messen, die überall gewesen sind? Nö, das Becken, das ist schon alles, wo wir gesessen haben. Also in Hannover. Ach, stimmt, da das Hannover, ja genau. Aber es hätte ja sein können, dass hier manche Aufnahmen... Nee, das ist glaube ich, von der letzten, ich weiß nicht, wann die war, 2019, 2020. Ja, das war eben gab es die Überschrift, 2019. Ah, Live-Programm haben sie auch gehabt. Tagungen gab es hier anscheinend auch oder Vorträge. Vorträge, ja. Nicht schlecht. Also ihr seht auf jeden Fall, da ist eine ganze Menge dabei gewesen. Und wir werden uns da heute mal so ein bisschen durchhangeln und langhangeln und mal so ein bisschen Resümee passieren lassen, was wir da Schönes gesehen haben. Angefangen hat das Ganze ja, und das können wir euch ja mal zeigen, hier ging die ganze Reise los in Hannover. Zoomen wir mal ein bisschen ran, damit ihr sehen könnt, wo das Ganze stattgefunden hat. Hier in der Nähe ist der Maschsee. Dort ist der Sportplatz und jetzt muss ich mal eben gucken. Ich meine, das Kongresszentrum war doch hier vorne. Da ist das Kongresszentrum. Ja, gucke mal an. Da ist die Kuppel. Da kann man sehen und dort ist das Kongresszentrum. Ne, hier ist der Kuppelsaal und hier an der Seite auf diesem Gelände, dort hat das Ganze dann stattgefunden. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Navigation richtig mache. Sehr schön. Also in der großen, in der Zuführhalle hier, ne? Und dann in der nebenstehenden Halle und da auf diesem Gelände hier so im Allgemeinen, da fand das Ganze eben halt dann statt. Und ja, erzählt doch mal, wie war denn so der Start überhaupt? Ich meine, wir sind ja nun Samstag, gegen, wann sind wir denn angekommen? Gegen 12 oder 13 Uhr waren wir, glaube ich, da, ne? Mittags, Mittagszeit, sagen wir mal, war es ungefähr gewesen. Haben wir uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, naja, mal gucken, dass wir erstmal irgendwo einen Parkplatz finden und so weiter und so fort. Und haben natürlich mal wieder, wie es sich gehört, das Glück der Narren gehabt. Wir haben praktisch direkt vor der Haustür parken können. Stück nach links scrollst, kannst du den Parkplatz schon fast sehen, ne? Ja, ja, hier unten. Genau, also da vorne ist sein, genau, aber direkt hier vorne. Es gab also keine offizielle Parkplatzfläche, glaube ich, oder gab es offizielle Parkplätze? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall, die haben wir nicht genutzt, sondern die haben die kostenfreie Gelegenheit genutzt und sind dann losmarschiert und also sind wir hier gelandet und dann hatten wir nur dieses kurze Stückchen, mussten hier nur der Straße so ein bisschen folgen und dann war hier vorne dann auch schon, neben diesem Kuppelsaal, war dann auch schon hier vorne dann der Eingang, wo wir rein konnten.
Und ja, der Eingang, das war auch schon mal ganz interessant. Das war ein Highlight. Man muss sich das so vorstellen. Wir sind da rein und da ist so ein kleiner Kassenbereich und vorne an der Tür war bereits so ein Zettel, wo es hieß, nur Kartenzahlung. Bargeld, nada. Nur Kartenzahlung. Okay, alles klar. Und dann stellt man sich an dieses Häuschen dran, beziehungsweise wartet, dass man an eine Reihe kommt. Und in dem Moment, wo du schon sagen willst, na, wie viele Leute sind man denn und dergleichen, ne, kriegst du praktisch die Tickets in der Hand gedrückt und gesagt, hier, die sind for free. Und ich dachte, hä? Wie jetzt? Was ist los? Ne? Dann komme ich zu den anderen wieder zurück und erzähle, hier, ne, komm so rein. Und ja, was, wieso, deshalb denn, ne? Ja, ich wusste nicht, ich habe jetzt gedacht, die haben mich erkannt, keine Ahnung. Nee, aber war es dann doch nicht. Die haben technische Probleme gehabt. Muss man sich mal vorstellen, auf einer Technikmesse technische Probleme. Ich wollte es gerade sagen. Fand ich schon sehr schön, ne? Eine Technikmesse mit technischen Problemen. Nee, weil, aber es war sehr schön, mit den technischen Problemen, genau. Ja, ihr seid eingeladen. Ja, ja, gut, okay. Genau, es war eine Einladung. Man muss auch mal sagen. Sie hatten ja im Prinzip die Alternative, entweder wir lassen gar keinen mehr rein oder wir lassen alle umsonst rein. Richtig. Ja, richtig. Und ich meine, so ein Ticket kostet da 20 Euro. Das war schon mal, das hat sich schon mal, ne? Also. Ja. Das hat es sich ja auf jeden Fall gelohnt. Ja. Da konnte ich mir dann gleich was Schönes kaufen für die 20 Euro. Ein LED-Namensschild. Aber genau. Naja, das ist ja. Genau, da kommen wir gleich. Wir gucken uns gleich mal an, was es da so Schönes zu entdecken gab. Und es gab ja im Grunde alle möglichen Sachen. Ne? Und wir können ja mal eben rüber schwenken. Ich blende mal so zwischenzeitlich so ein paar Videos hier ein, dass wir erstmal mit denen hier anfangen. Und dann gehen wir mal die einzelnen Stände ab, beziehungsweise das, was wir halt so gesehen haben. Und zwar müssten wir hier sein. Genau, da muss ich jetzt so ein bisschen immer nachhelfen. Weil das sind die Instagram-Videos und die sind leider im Hochformat aufgenommen. Im Querformat habe ich sie nicht richtig aufgenommen, deswegen muss ich ein bisschen improvisieren. Da seht ihr aber schon so im kurzen Schwenker, das sind so die Hallen gewesen, die wir da so haben. Und das war Halle 1 gewesen und da ging es mit los, dass eben Modelle gezeigt wurden. Das sind übrigens so miniaturkleine Automodelle, die auf einer, wie so einer Modellaußenbahn drauf fahren. Und wie ihr gerade seht, die fahren so ein bisschen merkwürdig. Maßstab, ne? Richtig. Das liegt aber daran, die sind ferngesteuert. Diese Mikrodinger, die sind tatsächlich ferngesteuert. Total krasser Kram. Fand ich also schon mal sehr schön. Und das waren so die Eindrücke, die man so aus dem ersten Effekt gehabt hat. Und ja, was man hier sieht, das werdet ihr gleich auch nochmal bei den Bildern ein bisschen genauer sehen. Es gab natürlich auch Stände, wo es Modellbauten gab, wo sich Leute wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden an diese Sachen dran gesetzt haben, aber es ist der Wahnsinn gewesen. Das steht auf den Schildern zum Teil drauf, ja. Ne? Das steht auf den Schildern, genau. Hast du die Schilder mit fotografiert? Ja, zum Teil, aber leider nicht, aber ich kann ja, wir können ja. Bei den einen oder anderen weiß ich es, glaube ich, noch so ungefähr. Das war der, wie hieß der nochmal? Cosimo. Wir gucken gleich mal, ne? Dass wir mal sehen können, was da alles so bei gewesen ist. Aber wir haben uns ja mit dem guten Mann da ein bisschen unterhalten, der die Sachen baut. Ja, hier ist übrigens die Internetadresse. Genau, ja, das ist die Internetadresse. Da könnt ihr euch das nochmal im Detail angucken und sehen. Ja, und da das Video ja leider tonlos ist, aus rechtlichen Gründen, weil die Komet hat tatsächlich auch den Original-Soundtrack aus der Serie gespielt. Richtig, ja, genau. Total krass, genau. In Dauerschleife. Ja, in Dauerschleife, aber kann man ja leider hier wieder nicht zeigen. Genau, das ist ja wieder das Problem, weil wir ja mal wieder in Deutschland leben, wo hier eine blöde GEZ ist und sowas alles. Da geht das ja wieder alles nicht. Ja. Also da gibt es nachher noch Fotos von, wo man das auch alles nochmal im Standbild und Detail sieht. Also das ist ja nur mal jetzt so als Übersicht. Genau. Ja. Wer bei mir auf Instagram mit unterwegs ist, der hat es vielleicht in der Story gesehen. Ich habe am Samstag die Sachen dann nacheinander gepostet und da habt ihr dann eben den Sound nochmal miterleben können, auf jeden Fall. Aber es waren auf jeden Fall geile Sachen dabei. Allein ihn hier, er sieht jetzt hier relativ groß aus. Warte mal, ich zieh den mal ein bisschen nach oben gerade. Das ist so ein kleines Ding gewesen und das krabbelte ferngesteuert auf dem Tischen in der Gegend rum. Total drollig. Und solche Sachen kannst du selber bauen. Ja, der war ferngesteuert. Das war kein einfacher Dings, sondern nee. Die Kollegen kennen wir ja auch.
Die waren ja auch unterwegs. Und da war ja ein ganzer Schwarm von denen. Weil das war der Builders Club, ne? R2-D2 Builders Club, oder wie der hieß? Genau. Irgendwie sowas in der Art? Ja, das ist der Builders Club. R2 Builders Club, ja. Ne? So heißen die. Und ich war ganz enttäuscht, weil ich dachte, man meldet sich bei denen an und dann sagt man, okay, ich möchte gerne R2 zusammenbauen und die schicken dir dann die Teile und du baust das selber zusammen. Okay, das ist ja schon schwierig genug. Wir haben auch Fotos vom Innenleben. Ich war total enttäuscht, als der dann sagte, nee, bei uns kriegen sie keine Teile. Bei uns kriegen sie nur die Anleitung. Die Teile müssen sich alle noch selber besorgen. Ja, habe ich gedacht, okay, welche Mülltonne baue ich auseinander? Ne? Aber ja. Das, Not macht erfinderisch. Die anderen hatten vorher auch keine Vorlagen gehabt. Die mussten auch zusehen, wie sie das alles hinkriegen. Ne? Also von daher. Ja, Tetris war auch total geil. Das war auch, genau, Vampirhörnchen. Tetris war auch, ja. Also solche Sachen, das ist schon beeindruckend gewesen. Alleine wie viel Zeit sowas kosten mag, das hinzukriegen und so. Ne, ist schon irre. Ja, so, hier sehen wir das eben. Eben haben wir den Kollegen schon im Bild gesehen. Hier ist er jetzt tatsächlich nochmal als Video. Der hat sich tatsächlich bewegt und das ist ein riesiger Vogel gewesen aus Metall, der draußen auf dem Freigelände stand. Hier ist er nochmal ein bisschen in voller zu sehen. Und wenn dann tatsächlich es dunkler wird oder nur zu bestimmten Zeiten, dann gibt es da noch so eine Show und der speit sogar noch Feuer. Auch solche Sachen gibt es da und ist schon ordentlich. Also die haben einiges geboten, sowohl Indoor als auch Outdoor. Der Wolli ist süß. Ja, der war wirklich süß. Am liebsten hätte ich den mitgenommen. Und nicht nur den, sondern viele, viele andere Sachen hätte ich gerne mitgenommen. Ja, da hätte man so einige Sachen, glaube ich, jeder von uns. Total. Das ist Feuer. Das sieht man jetzt hier leider nicht komplett. Das ist jetzt so eine LED-Wand gewesen, wo du Snake drauf spielen konntest. Wir haben mehrere Sachen. Ach ja, hier dieses komische Ding auf. Warte mal, ich zieh's mal hoch. So. Das war auch irgendwie von einem Künstler, der das gebaut hat. Das sah aus wie so eine riesige, ich weiß nicht, Unterwasserkellerassel. Keine Ahnung, was das sein sollte. War jedenfalls LED-beleuchtet und alles, was so gab. Also auch vieles, was nur rein dekorativ war, aber eben cool gemacht. Stefan, du hattest, glaube ich, auch etwas gefunden, wo du sagtest, das ist eigentlich eine total simple Idee, aber von der Umsetzung einfach nur genial, ne? Mit dem Laser meinst du, ne? Mit dem Laser zum einen. Ich glaube, den Laser, den haben wir eben auch schon gedacht. Jetzt wiederholt sich das Video. Ja, das ist das mit dem Laser, genau. Da hattest du ganz kurz eben. Ach so, du meinst, das war dieses Radio da, was der. Das sehen wir nachher noch auf den Bildern. Genau, da gehen wir nämlich jetzt gleich mal rein, weil jetzt wiederholt sich sozusagen das Video wieder von vorne. Das habe ich mal als Dia-Show angelegt gehabt. Aber wir können ja mal ein bisschen gucken, was ihr bildertechnisch so Schönes dabei habt. Ich gucke mal eben rauf und wir können ja mal sehen, was der Stefan alles aufgenommen hat. Nur Modelle aufgenommen. Du hast fast nur Modelle genommen. Dann gucken wir uns doch die Modelle jetzt gleich nochmal im Detail an. So, pass mal auf, wir gehen mal rüber. Da kommt meine alte Leidenschaft wieder durch. Deine alte Leidenschaft, dann erzähle uns doch mal von dieser alten Leidenschaft. Ja, ich habe früher auch mal Modellbau gemacht, lange Jahre lang, aber bei weitem nicht in dieser Qualität und in dieser Größenordnung. Also das, was der Mirko hat ja die Internetadresse da schon gepostet. Ich denke mal, einige kennen ihn vielleicht auch von der FedCon, da hat er auch schon ausgestellt. Und der macht, ich weiß nicht, er macht bestialisch gute Modelle. Also die Details, auch innen drin alles. Das muss man sich noch vorstellen. Das ist absolut irre, diesen ganzen Kleinkram. Also um jetzt nochmal darauf einzugehen. Das, was du da jetzt gerade gesehen hast. Den Vogel hier, den hast du eben im zweiten Bild von oben fotografiert. Das heißt, der hat hier an dieser... Das ist diese Luke, die aufging und dann hast du die von oben fotografiert. Und da sind nochmal innen, da ist so ein Hangar und da sind ganz viele Schiffe drin. Ja. Und das ist alles mit so blinkenden LED-Lichtern, die dann noch irgendwie den alles Landeweg bringen und so. Total krass beleuchtet, nicht einfach nur Licht, wirklich drin, sondern wirklich realistisch, dass du Schatten und allen drum und dran hast. Also wirklich fantastisch. Da kannst du dich eine Stunde vorstellen vor so einem Modell und wirst, glaube ich, immer noch wieder ein Detail finden, was du noch nicht gesehen hast. Ja. Ja. Auch so allein so die Ideen zu haben, ne? Ich meine, er hat hier jetzt irgendwie so Watte genommen, die eingesprüht und dann mit LED von innen dann
angeleuchtet, so mit so Flackerlicht, dass das aussieht, als würde da jetzt gerade eine Explosion gewesen sein oder sowas in der Richtung. Ja, also, ja, ja, eine die Explosion. Ideen alleine zu haben, finde ich schon mal krass, ne? Und wenn man sich das Ding jetzt halt von der Seite anguckt, ich weiß nicht, wie viele Mini-LEDs das sind. Oder ich glaube, zum anderen macht man das auch mit so Lichtfaser hier, wie heißt das? Ich könnte mir auch vorstellen, dass da innen so quasi LED-Streifen drin sind und das quasi so einzelne Löcher reingebohrt von außen. Weil, also wenn du da überall eine einzelne LED reinmachst oder Glasfaser oder was weiß ich, was du da machen willst, da hast du ja keine Ahnung, was du da für einen Kabelbaum nachher drin hast. Ich finde es halt erstaunlich. Ich finde halt erstaunlich bei dem auch und bei den anderen wie Galactica, dass die Hangar auch ausgebaut sind. Also dass die Hangar sind auch vollkommen ausgebaut. Was hast du denn noch Schönes? Ich habe noch ein Bild bei mir von den Hangar. Hier ist die Galactica. Gehen wir mal auf die Galactica eben. Da haben wir ein Bild schön von der Seite. Da kann man eben sehen, das ist nicht nur außen so, alleine schon so diese Oberfläche finde ich schon geil gemacht, dass das eben so dieses Verwitterte kriegt, sondern du kriegst, hat dieses Plastische, es geht ja auch in das Modell rein. Und hier gerade, was du meinst, dieser Hangar, diese Seitendocks hier, da siehst du, wie die Viper von den Seiten starten. Ich habe immer gedacht, die starten diesen langen Korridor, aber die sind anscheinend da unten und quer raus. Die starten von der Seite raus und landen nach hinten rein. Ah, okay, also das ist der Landeweg und starten tun sie aber von der Seite, okay. Genau. Alles klar, so funktioniert das Ganze. Ne? Also von daher, es gab da wirklich eine ganze Menge. Da und hinten dieses wabernde Licht, du hast praktisch schon dieses Gefühl, du kriegst richtig mit, welche Energie diese Triebwerke da haben. Und ich weiß ja nicht, wie die Qualität der Modelle war, als sie damals die Serie aufgenommen haben, aber ich denke mal, mit so einem Modell, da kannst du zumindest schon mal sehr nah rankommen, oder? Ja, die waren nicht viel besser damals, eventuell vielleicht ein Ticken größer, aber auch nicht viel. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ein Originalfilmmodell von der Galactica tatsächlich gesehen habe. Das war, glaube ich, 2 Meter, also ein bisschen größer. Ah, da hast du mit Blitz gemacht, ne? Da konnte man dann so ein bisschen die Details dann noch sehen. Ich glaube, das kann sein, dann war es automatisch oder so. Aber du könntest da jetzt, wenn du, ich meine, bau da jetzt ein Greenscreen hinter. Ja, dann kannst du ohne weiteres dann das als Szene dann nutzen, dann in dem Moment, ne? Ich weiß gar nicht, Luca, die Galactica hast du bestimmt auch aufgenommen, ne, oder? Ich habe die auch aufgenommen. Ich habe versucht, das Hangar aufzunehmen, weil Cenk ja mal wollte, guck dir mal das Hangar innen drin an. Da ist der Hangar. Aber also es hat Bild. Nicht, mit dem Handy klappte es nicht, ne? Also ich hab dann es geht. Ich habe zumindest das Hangar von diesen republikanischen. Ja, das ist Star Wars. Und das ist total, also das ist irre. Das ist echt irre. Ne? Und überall diese kleinen Lämpchen da drin, ne? Und diese verschiedenen Lämpchen Farben und sowas und alles. Wahnsinn. Ja, ja. Allerdings muss ich dazu sagen, ich war ja in Köln bei der Star Wars Ausstellung mit den Originalmodellen. Da war ein Raum mit Originalmodellen, die sie im Film auch verwendet haben. Mhm. Also, diese Sternzerstörer sind schon größer. Also, die sind ungefähr 3 Meter lang. Alleine der Mon Calamari Cruiser war schon auf 4 Meter an der Zahl. Ist schon ein bisschen was. Das ist echt schon. Ja, glaube ich. Servus in die Runde. Schön, dass du da bist. Grüße dich. Hallo. Genau, Quintic auch. Moin erstmal. Hallöchen. Hi. Ich war ein bisschen enttäuscht von den AT-80s. Ja, die haben wir jetzt hier nicht abgebildet, ne? Die sind mini. Nee, also die waren wir jetzt hier nicht. Köln, ne? Die sind echt mini. Ja. Haben sie ja noch in Stop-Motion gemacht, die waren nicht groß. Ja, die waren nicht groß. Aber egal. Das ist jetzt dasselbe. Da hast du mehrere Versuche gemacht. Klasse. Okay, alles klar. Das waren jetzt die Details, die wir da hatten. Und ja, ich habe bei mir sind auch noch zweite Reihe ganz außen rechts. Ah, da hast du den Hammer genommen. Okay. Geh nochmal, wo bist du denn? Ach, jetzt bist du das ist quasi der Landeflügel von der Galactica, wo die dann gerade so rein. Ja, aber du hast das, siehst du, du hast es besser hingekriegt. Naja, so und das ist alles so auf kleine Drähte gesteckt. Das sieht man ja auch ein bisschen, aber ich meine, das fällt eigentlich fast gar nicht auf. Alleine, wenn du es jetzt so aus Modellbausicht mal überlegst, du musst ja fast schon chirurgische Hände, also Chirurgenhände haben, weil du ja ganz genau und konzentriert und ohne mit großen Wacklern oder so an die Sache rangehst, damit du dann eben die Sachen auch so platziert kriegst. Die Frage ist, wo er diese kleinen Vipers herkriegt. Also ich meine, macht man die selber oder gibt es da echt irgendwo
Der hat ja Dutzende von diesen kleinen Dingern überall auf diesen Modellen noch verteilt. Du, das ist vielleicht benutzt ein 3D-Drucker oder sowas in der Art, ich weiß es ja, nicht. Ja, das wäre natürlich dann ein guter, ja. Weil er hat ja viele Sachen dabei gehabt. Und sehen wir ja, wir sind ja hier, das sind ja die ersten Modelle gewesen, können ja auch hier mal angucken. Also, was ist das hier für eins gewesen zum Beispiel? Das war Star Wars, oder? Star Wars, das ist ein, was ist das, ein Naboo-Blockadeschiff, ne? Ja, ich glaube. Ja, Naboo-Blockadeschiff, ja. Quatsch, Naimodianisch, oder wie hießen die? Na, hier die Handelsföderation. Handelsföderation, diese Ringe genau, waren das. Ja. Stimmt. Und ich muss echt sagen, also das ist, wir hatten ja gerade die Galactica, das Zylonenschiff war ja auch da und innen drinne dieses Cockpit, ich habe es fotografiert. Babylon 5, genau, auch da. Da meinst du das Zylonenschiff, ne? Zum Beispiel den Cylon Raider aus der alten Serie und genau, wenn du ein bisschen reinzoomst, also das kann man leider auf dem Foto nicht erkennen, aber sogar die Zylonen, die da drin saßen, dieses kleine rote Licht, was da immer hin und her wanderte, sogar das war en Detail. Also, aber das wanderte nicht. Das ist nicht nur, dass da ein rotes Licht leuchtet, sondern das bewegt sich sogar auf dieser kleinen Figur. Wahnsinn. Also, wandert hin und her. Ich habe ein paar Bilder von nahen gemacht. Absolut. Wahnsinn. Wirklich beeindruckend. Und das Modell war vom Gefühl her, was würdest du schätzen? 40 Zentimeter oder so? War schon etwas größer. Ja, so ja, ungefähr. 30. Ne? War schon etwas größer. Also die hatten unten alle so ein Kabel, so ein Stromanschluss und darüber haben sie dann eben die Energie gekriegt, dass sie eben die Beleuchtung hatten. Und manche hatten eben auch Sound mit Special Effects und allem drum und dran. Deswegen. Ja, das war relativ klein. Aber halt auch beleuchtet. Nein, ja. Ja, man die drehte sich, glaube ich, ne? Die war auf so einem Sockel. Der Herr, der da gerade übrigens hinten durchläuft, so unscharf, das ist er selber, der, ja. Ich bin gerade am gucken. Haben wir noch einen Iron Man an der Seite stehen hier? Warte mal, vielleicht kann ich was sagen. Was ist denn das für ein Ding? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wo kommt denn Alexander das her? Alexander Kosira. Das ist das ein drakonianischer Schlachtkreuzer aus Buck Rogers. Siehste? Okay. Ja, aus der 80er Jahre Buck Rogers, nicht aus den alten Schwarz-Weiß-Dingern. Ne? Da gab es ja in den 80er Jahren gab es ja mal eine Verfilmung davon und eine Serie. Und das waren quasi so die Hauptfeinde, der Hauptgegner. Das waren diese Drakonianer und das war dann halt so ein Schlachtkreuz. Habe ich auch noch nie irgendwo als Modell gesehen. Noch nie. Wahnsinn. Hat man nicht irgendeinen Buck Rogers-Fan? Warte mal, ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendwer war Buck Rogers-Fan. Buck Rogers auch toll. Deswegen habe ich den anderen Klamm auch fotografiert. Da ist ja auch hier der kleine Roboter hier, der Druide, der ist ja auch da. Ja, das waren die wieder gewesen. Da ist er, da oben. Und hier dieses Schiff hier vorne gehört da auch zu? Das ist Galactica. Das ist ein Kolonialschiff aus Galactica. Da haben die doch drei Filmdosen genommen im Original, oder nicht? Ja, ich glaube, er hat auch irgendwie erzählt, das ist eins seiner neuesten Modelle jetzt, die er gemacht hat. Okay. Ne? Also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, bitte guckt unbedingt mal auf seiner Internetseite vorbei. Er hat da wirklich tolle Sachen und wer sich für Modellbau interessiert, für Sci-Fi, für die Serien, guckt da mal rauf, da sind tolle Sachen. Einmal da und da kann ich ja denn den Ton dann ausmachen hier? Das weiß ich nicht. Da ist der Ton aus. Ja. Haha. Ne, so sieht das ganze Ding dann von der Seite aus. Und das war schon cool. Also das Ding würde ich mir sofort. Das würde ich sofort bei mir hier. Hat auch eine nette Größe, dass man es noch so auf den Schrank stellen kann. Ich denke mal, das würde bei dir auch ohne Probleme bewilligt werden, ne? Ja, gut, ich hab ja noch so ein bisschen mein eigenes kleines Reich hier, also von daher. Okay. Aber das ist so Captain Future, wenn man so das. Ja. Das Lied dazu ist aber auch cool. Wenn meine Generation ist, dann ist das so ein bisschen so der Held der Kindheit gewesen, ne? Na klar. Ja, das ist schon nice. Solche Sachen. Ja. Dann, was ich auch sehr gefeiert habe, ist hier unten die Protector. Das fand ich auch sehr cool.
Achso, und da kann man also jetzt mal im Detail. Liefern, da steht die Bauzeit drauf. Da kann man es tatsächlich, ich wollte gerade sagen, hier ist ein schönes Beispiel, da kann man mal eben sehen. Maßstab 1 zu 400. Setzt voraus, man weiß, wie groß das Original ist. Vielleicht hat das Besuch, keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht. Mal größer wie das Modell. Ja, aber eben, ne? Muss ja irgendwo das Original gewesen sein, dass das weiß, dass das so groß war, ne? Veröffentlicht 2009. Was heißt jetzt veröffentlicht? Ja, weil du siehst ja, da steht irgendwie Modell von Pegasus, ne? Also das wird ein, ach so, ein Kaufmodell und das hat er dann ja. Verstehe, so funktioniert das. Ja, 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 da tatsächlich. Doch, du hast recht. 240 Lichtleiterkabel mit 0,5 mm Durchmesser. Ja. 8 Wochen Bauzeit. Und ja, wie gesagt, auf dem Foto, es ist schön auf dem Foto zu sehen, aber wenn du die Sachen halt in Aktion siehst, du hast dieses leichte Wabern der Triebwerke dazu. Du hast eben die Fenster in dem Rumpf drin noch, ne, und solche Sachen. Also da hat er sich da wirklich ins Zeug gelegt und das ist schon wirklich toll. Coole Sache. Mhm. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Sorry. Auf jeden Fall. 2009 ist das schon wieder her? Verdammt, da kam das Modell raus. Verdammt. Wann war denn der Film dann? Der muss ja auch in der Zeit gewesen sein. Ach, es ist immer ein Drama. Unglaublich. So, was haben wir hier? Nochmal ein Sternzerstörer an der Stelle? Ja, mit einem etwas anderen Objektiv, deswegen wirkt da so ein bisschen hervorkommend. Ja. Aber sonst hätte ich ihn nicht. Ja, das fand ich auch richtig toll. Die Mondfähre, weil, ne? Wie gesagt, das so dynamisch auch, ne? Es ist ein dynamisches Modell, also du hast wirklich das Gefühl, diesen Moment eingefangen, wenn das abhebt, ganz toll. Was mich jetzt nur gerade interessiert, das ist jetzt Apollo 11. Und offensichtlich, die sind ja da unten fertig, Landefähre, und starten. Zählen die denn beim Starten des Verlassen des Mondes, zählen die ihre Leute nicht durch? Weil wenn ich das richtig sehe, steht da unten noch einer. Vergessen. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Das fällt mir jetzt gerade auf. Weißt du, erst so, nachdem sie die Rakete gezündet haben und wieder nach oben fliegen, Moment mal, war nicht Dings noch dabei? Wo ist denn der noch? Und der steht noch unten, hallo! Hab ich gar nicht gesehen. Oh, stellt mir jetzt erstmal fest. Wo ist denn? Wo ist Ravel, denn? Aber man kann es leider nicht gut genug lesen. Das ist ein Ravel-Bausatz, ja, tatsächlich. 15 gelbe SMDs. SMDs oder LEDs? Also unten steht LED. SMD kenne ich jetzt nicht. SMD weiß ich auch nicht. Frank, grüß dich. Viele Teile sind Eigenbau und nicht im Bausatz vorhanden. Bauzeit 6 Wochen kann ich da jetzt rauslesen. Frank, grüß dich, Hallöchen. Und Semir ist auch da. Yay, guten Abend zusammen. Hallo, mein Lieber. Ja, also wie gesagt, das finde ich ja auch toll, dass also er nicht nur das Modell alleine baut, sondern er macht so eine Art, was ist das? Diorama daraus, oder wie man das nennt? Ja. Also wirklich, wirklich schön, dass das so noch schön in Szene gesetzt wirkt. Ja, ist schon gut. Ganz toll. Richtig schön. Das ist, ach ja, hier, da, oh wei. Da geht's noch weiter, ne? Da kam dann John Lucas, das glaube ich. Da kam es auf mich zu und sagtest, jetzt musst du stark sein. Ja, jetzt musst du stark sein. Ja. Weil das war schon Klopper, ne? Also der hatte schon so seine 50 Zentimeter mindestens, oder? Ja. Ich meine, mich erinnern zu können, da stand auf dem Schild 2 Jahre Bauzeit. Ungesehen. Nur ich frage mich tatsächlich, wenn an jedem Modell steht, 3 Monate dran gebaut, 8 Monate dran gebaut, 2 Jahre dran gebaut, wie lange baut man an so ein Ding? Oder sind die dann parallel, die Modelle, entstanden? Ich meine, der hat doch schon gefühlt 20 Jahre auf dem Buckel von der Bauzeit her. Nein. Er wird parallel bauen, denke ich mal. Das heißt, du wirst ja immer einen Bauabschnitt machen und dann musst du ja, wenn du lackiert hast, muss es trocknen. Wenn du geklebt hast, muss es trocknen. Ja. Und in der Zeit machst du quasi das Nächste. Also so habe ich früher auch, wenn ich meine Modelle gemacht habe, hattest du unterschiedliche Baugruppen. Weil sonst hast du recht. Sonst kommst du mit deiner Lebenszeit nicht hin, wenn du das zusammenrechnest. Das ist schon irre. Simir, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, also das sind schon so einige tolle Momente gewesen und eben auch die Details. Ne? Hier hast du ja nochmal die Detailaufnahmen. Ja, ja.
einen Chewbacca da reingebaut, der da eben am Reparieren ist. Der hat sogar geflackert, ist, ne? Dieser Brenner, ne? Ja, stimmt. Ja, der hat geflackert. Hat geflackert. Ne? Oder auch also, hier unten ja alleine diese Umrandung, wenn du dir da ansiehst, das ist ja jetzt so ein Müh, so ein vielleicht, was wir da gerade sehen, dieser Rand ist so 1 oder 2 Zentimeter hoch gewesen. Ja. Und das ist rundumgehend individuell angepasst, dass das eben so aussieht. Wahnsinn, was dieses Modell an Details hat. Man kann es hier nochmal eben gucken. Warte mal. Hier, ihr seht hier schon diese ganzen Ränder und sowas alles. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das halt ein fertiges Modell war oder ob er da komplett dran gegangen ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da eine gewisse Basis wieder hatte und dann gesagt hat, nee, das kriegen wir noch verfeinert hin. Es gibt Falkenmodelle, aber ich glaube nicht in der Größe. Meinst du nicht? Na, ich weiß nicht. Das ist schon, was hat das Ding? Das war doch über 1,5 Meter. Das war groß, ja. Wirklich, wirklich groß. Gibt es. Weil ich sehe auch gerade also, jetzt, er hat selbst mehr, die Platte unten, den Boden hat er auch noch individuell zuschneiden lassen. Hier den Glassockel. Der Boden ist nochmal gesondert, extra gemacht, damit man noch von unten das Ganze sehen kann und so. Ja, aber eben, da sieht man eben, was da alles so an Kram drin verbaut ist. Ich bewundere das ja sowieso bei Filmemachern, die eben so Modelle machen, was die so für eine Fantasie und für eine Eingebung haben, um dann eben so eine Struktur zu erschaffen, dass das eben alles ja echt wirkt. Dann weißt du, was beim nächsten Pen and Paper stehen muss. Jawohl. Auf jeden Fall. Und vermutlich auch, ich weiß nicht, etliche Stunden ein und dieselbe Szene aus dem Film geguckt, damit auch jeder Fleck genau an der richtigen Stelle sitzt. Ne? Höchstwahrscheinlich auch das. Und höchstwahrscheinlich ich sitze ja auch im Cockpit. Ja, ich gucke mal ins Cockpit eben rein. Sie mir sitzt gemütlich mit einem schottischen Bier, da redet mit lieben Leuten, da kann es ihm nur gut gehen. Das ist sehr schön. So muss es sein. Oh, ein schottisches Bier, sehr schön. Sehr der schön. Künstler bewundert die Kreativität, natürlich. Kunst ist so vielfältig und ich freue mich immer, wenn ich sowas entdecke. Hier, da sieht man es tatsächlich. Und da sitzt da drin und hier hinten, da blinkt da alles und so. Aber es blinkte nicht übertrieben, sondern es war tatsächlich stimmig angepasst alles. Ne? Ja. Sehr, sehr cool. Also das ist so, in Sachen Modellbau haben wir da jedenfalls eine ganze Menge tolle Sachen gefunden. Selbst so in so Bereiche, wo du eigentlich gar nicht so häufig reinguckst, selbst da findest du dann immer noch eine Ecke, wo du was Neues entdeckst und ne, wo dann was eingebaut wurde. Ja, und das ist halt aber auch wirklich nah rangegangen. Das kann man nicht so gut erkennen, aber es ist tatsächlich dieses gesamte Innenleben dieses Geschützstandes, wie das im Film war, ist da in diesem kleinen Ding nachgebaut. Wahnsinn. Wirklich, der Sitz, wirklich der da drin ist und alles. Also wie sehen wir den Stand nur in der Länge? Also da sieht man dann also eben, was da alles für Modelle gewesen sind. Ne? Einmal hier vor allen Dingen da ist, ne, ganz wichtig, der Hauptcharakter von Star Wars. Ne? Also von daher. Eine Verwandtschaft. Und alles, was dazu gehört. Also wir haben da schon jede Menge. Und am Stand, da war richtig was los. Ne? Und das wohlverdient, auf jeden Fall. Das ja, kann, ich weiß, sehr, da müsste Schipptischer sitzen. Das stimmt auch richtig. Genau. So, und dann sind wir halt weitergegangen und das fand ich jetzt auch noch interessant. Du hast den ja nochmal im Detail aufgenommen. Schon cool, wenn man die so aus der Nähe sich angucken kann. Aber was mir bei dem hier jetzt aufgefallen ist, der wirkt noch eine Ecke zu sauber. Der muss noch seinen Used-Look kriegen, ne? Ja, das ist dann Episode 1. Da war er noch. Fabrik neu, noch genau. Unerfahren, unberührt. Dagobah-Fahrer, kannst du vergessen. Genau. Und hier kann man mal so sehen, so sieht so ein R2-D2 von innen aus. Fand ich auch total interessant. Wie viel Technik da drin verbaut ist tatsächlich, damit Servus das alles funktioniert. Huan Zahnrädergetriebe, weiß der. Alles mögliche. Guck mal, selbst WLAN, selbst Bluetooth hat er. Genau. Für die Fernbedienung. Nee, aber es war wirklich. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist ja eine. Nee, bei uns kriegen sie keine Teile. Die müssen sich selber suchen. Sie kriegen nur die Bauanleitung. Aha, gut. Aber ist doch schon mal schön, wenn du schon mal weißt, was du suchst. Dann, ja, und ich vermute mal, da werden eine Menge Sachen bei sein, die auch wirklich individuell hergestellt sind, weil Räder und Zahnkränze, was die da alles drin haben, ob du das immer so direkt von der Stange kaufen kannst, das war nicht noch zweifelhaft. Nee, also ich glaube schon, dass das hier so speziell gefertigt wird extra. Aber guck mal hier, Werbung, ja?
Ich wusste gar nicht, dass R2D2, dass da drin auch Logitech verbaut ist. Natürlich. Dass es also die in der Zeit auch noch gibt. Ist auch Logitech verbaut. Auch Nokia oder drin. Star Wars ist doch schon vor einer langen Zeit gewesen, dass es seitdem schon Logitech gibt. Ich wusste gar nicht, dass sie früher Droiden gebaut haben. Hm. Mal sehen. Faszinierend. Ja. Also, das waren auf jeden Fall die Bilder, die der Stefan dabei hatte. Jetzt gucken wir nochmal nach. Vielleicht hat Mirko hier noch ein paar andere Details. Oh, das fand ich nämlich auch rollig. Wie Jedi Knight. Erleuchtungssirup für die Macht. Von uns. Das war Dietrichs Tisch, ne? Ja. Ja, ja, war genau. Das Dietrichs Tisch? Genau. Oh, okay, ja, genau. Okay. Also, es gab eine ganze Menge zu entdecken. Hä? Was meinst du? Achso, das war Steampunk. Das war Steampunk, genau. Hier hast du dann auch eben ganz viele. Die auch irre Sachen gemacht haben aus der Schreibmaschine und Computer. Das ist der Wahnsinn. Also ja, das war fand ich richtig Staunen. Klasse. Diese alte mechanische Schreibmaschine umgebaut in den Laptop, dass du quasi den Monitor auf so einer alten mechanischen Schreibmaschine drauf. Also, die Idee musste erstmal kommen. Ne? Ja, total. Ne? Ne? Und. Ich hatte da war noch ein Foto, hatte ich gesehen. Du kannst sogar noch weiterblättern. Mach ich sofort. Ich sehe gerade vor im inneren Auge, wie John staunt, wenn ich ihm eine Firmenführung bei mir gebe. Wieso gibt es da so viele tolle Sachen bei euch? Mir Samstag, den 1. Oktober, sind ja die Space Days Modellausstellung in Darmstadt. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Jetzt weiß ich natürlich nicht aus dem Stegreif, wie weit Darmstadt von hier aus weg ist. Aber ich vermute mal wieder eine ganze Ecke, oder? Schreibmaschinen, Laptop haben wollen. Ja, genau. Ich weiß nicht. Hat jemand das von euch fotografiert? Das war aber wirklich tatsächlich so eine alte mechanische Schreibmaschine mit diesen kleinen runden Tasten. Und dann, der muss das wohl irgendwo umgebaut haben, dass du da halt, dass diese Tastatur und darüber da angeschlossen war dann und funktioniert hat, ne? Ich weiß nicht, das war an dem Stand. Ich weiß nicht, vielleicht hat Mirkus zufällig mit aufgenommen. Ja, ich gucke gerade durch. Hier habe ich sie jetzt eben gerade nicht gesehen. Oder du hast ja noch einen Unterordner. Nee, aber da, vielleicht. Warte mal. So auf den Geh mal zu den Schwarz-Weiß-Bild. Das passt doch zu den Astromektroiden. Ja. Oh ja, nee, das ist ja... Nimmt den jemand? Genau. Jetzt ist Attack. Ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, naja, jetzt so rein von den Augen hätte das aber auch ein Gizmo sein können, ne? Nein, es ist nicht Nummer 5. Von den Gremlins. Ne, von den Und Augen hätte es auch ein Gizmo mal, sein da können. Waren so einige Sachen, die wir gerne mitgenommen hätten. Oh ja, ja. Oh ja. Das Nummer 5 habe ich tatsächlich vermisst, habe ich selber gesagt. Eigentlich fehlt ein noch Furby. Ein Johnny Nummer 5. Auch kein Furby. Auch kein Gizmo. Es ist Grogu. Tatsächlich Grogu. Baby Yoda. Und der Typ hat den komplett selbst zusammengebaut. Also fast filmgetreu wie die Puppe im Film. Mit verschiedenen Tausenden von Servos. Also da konnte er die Augen bewegen, den Kopf bewegen. Über diesen Körper kommt dann noch die so eine Silikonmaske, Latex-Hülle. Diese Latex-Maske. Dass diese Animatronik dann funktioniert, ne? Ne? Genau. Ja, sie wollte zeigen, ist gruselig, aber interessant. Ne? Total faszinierend. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Darsteller, als die Serie gedreht wurde, so vorsichtig mit der Figur umgehen mussten, weil die hat eben den einen oder anderen Dollar schon gekostet, tatsächlich. Naja, die war ja ein bisschen teurer als der da, glaube ich. Ich weiß nicht, was hat das Original gekostet? Ich habe mal was gelesen von, ich weiß es nicht, was an eine Million? Nee. What? 100.000? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass irgendeiner von den Regisseuren von der Mandalorian-Serie, ich weiß leider nicht mehr welcher, der Puppe sogar Regieanweisungen gegeben hat, weil sie so authentisch rüberkam, dass er tatsächlich nicht mit dem Puppenspieler, sondern mit der Puppe geredet hat. Also auf jeden Frank Fall hat auch gehört, eine Million, genau. Eine Million. Wahrscheinlich kommen dann die Entwicklungskosten noch mit dazu. Aber ich glaube, die materiellen Kosten ganz zum Schluss. Ja. In der einen Episode sind ja diese beiden Speederfahrer. Ja. Und das sind so Comedians, die da einen Cameo-Auftritt hatten. Mhm, und und die haben mit der Puppe so rumgespielt. Und haben dann die immer so hochgeschmissen und in den Drehpausen. Und irgendwann kam der Regisseur und sagte, das Ding ist ziemlich teuer, könntet ihr das bitte mal, wie teuer ist es denn? Und da haben die, glaube ich, auch gesagt, so
annähernd eine Million und dann, okay, ich pack die mal beiseite. Glaube ich. Schön glaub vorsichtig. Dann weil die auch damit rumgespielt haben. Hoffe ich mal, ja, dass diese Variante hier ein bisschen günstiger war vielleicht. Die war günstiger, ja. Ja, ja, aber wie gesagt, man muss es dann auch erstmal machen, ne? War im Sinne des Wortes. Du hast ja, es ist ja nicht so, dass du da, ich meine, im Internet gibt's vieles, aber ich glaube nicht, dass du da mal eben hier www.grogu.com und hast mal so eine Bauanleitung. Das wollte ich gerade auffangen. Ja, ich meine, glaube ich jetzt auch nicht. Ihr habt euch ja mit dem Typen da unterhalten, glaube ich. Habt ihr den gefragt, wie hat er sich den jetzt von Grund auf selber ausgedacht, wie das funktioniert? Oder hat er tatsächlich eine Vorlage irgendwie gefunden, nach der er das nachgebaut hat, das Ding? Der Kollege, der ist leider dann Pause machen gegangen. Schenk und ich standen davor, da hatten wir den anderen, der den nicht zusammengebaut hatte. Der meinte auch, der hätte, ja, der hat das irgendwie ausgetüftelt. Ausgetüftelt, weil der selber irgendwie auch Maschinenbauingenieur ist oder sowas. Mhm. Und dann sich da mit der, oder Elektroingenieur ist er, nee, Elektroingenieur war er. Oder ist er. Und dann sich mit diesen ganzen Servos und so auskennt. Also, er hat auch eine gewisse Zahl, da muss ich Cenk nochmal fragen, wie viele Servos da verbaut sind für die einzelnen Bewegungen der Finger. Ein paar sind des Kopfes bestimmt auch. Und so weiter. Und ja, Vampirchen, genau. Bender ist auch da gewesen, richtig. Der war leider nicht mit Servos oder so, aber was man sieht, Printables. Der ist tatsächlich im 3D-Drucker entstanden. Und das war ja auch so ein ganz großes eigenes Thema auf der Messe. Und auch eins, was mich sehr interessiert, weil ich spiegele ja auch mit dem Gedanken, ob ich mir vielleicht so ein Gerät früher oder später mal zulege. Weil du kannst ja wirklich so viel coolen Kram damit machen. Wenn du mal überlegst, hier diesen Kollegen hier, der war auch seine gefühlt, 30 Zentimeter hoch oder so, oder weiß ich nicht, noch mehr. Ja, war schon ganz ordentlich. Und klar, der besteht jetzt wahrscheinlich, der besteht aus mehreren Teilen. Du siehst, hier unten ist er zusammengesetzt, ne, und so weiter und so fort. Aber ist ja wurscht. Wenn du so einen hinterher dir dann auf den Tisch stellen kannst, in so einer Qualität, das ist schon echt beeindruckend. Ich meine, gut, den musst du noch bemalen, den musst du noch schön machen, ne? Aber wie lange du letztendlich druckst an so einem Ding, weil bei manchen Sachen, die wir da noch im Druckprozess gesehen haben, da hast du ja gesehen, das waren relativ kleine Teile und da lief der Drucker schon 5 Stunden, ne? Richtig, genau. Das ist ja eben momentan noch das aktuelle Thema bei diesen 3D-Druckern. Es gibt ja verschiedene Techniken. Es gibt ja diese einen, die halt mit diesen Kabeln laufen, mit diesen Spulen. Die sind ein bisschen schneller, aber die sind nicht so detailliert. Und dann gibt es noch die anderen, die mit diesem Flüssigresin arbeiten. Und da kriegst du dann eben so kleine Miniaturfiguren mit ganz hohen Details und ohne irgendwelche Rillen oder sonst was hin. Das ist schon eine coole Technik, die es da heute inzwischen gibt. Und ich meine, hey, wenn du jetzt affin genug bist und sattelfest in der Thematik, dann kannst du dir beliebige Sachen selber drucken. Und ich habe schon von Leuten gehört, die haben sich Ersatzteile für den Haushalt gebaut. Wenn am Staubsauger was kaputt gegangen ist oder so, haben sie sich das Ersatzteil selber gedruckt, weil sie gesagt haben, bevor ich mir jetzt für teures Geld versuche, so ein Ersatzteil zu beschaffen oder gar einen neuen Staubsauger kaufen muss, gucke ich mir das Originalteil an, baue mir das im Computer nach, drucke mir das aus, fertig ist und funktioniert besser als das Original. Geil, also auch solche Sachen gibt es tatsächlich. Ja. Und ich muss ja sagen, das ist die Maker Fair war, ich weiß nicht, ja, dieses Jahr, wir waren ja zum ersten Mal da, die Maker Faire war auch eine Messe der 3D-Drucks. Also an gefühlt jeden Stand hattest du 3D-Druck. Also überall liefen die 3D-Drucker und ich habe wenig gesehen, Holzarbeiten, ich glaube ein Stand draußen war. Und ein Schmied war auch da, der was gemacht hat, war auch draußen. Aber ansonsten in den Hallen nur 3D-Druck. Die Bauer waren da auch noch. Und die Bierbrauer, richtig. Und die Amateurfunker. Auch Maker. Aber, also alles, was so in der kreativen Richtung unterwegs ist oder so. Irgendwas, was produzierend ist. Und nicht unbedingt kommerziell produzierend, sondern eben auch rein hobbyproduzierend. Einfach mal etwas Eigenes erschaffen. Da waren Leute, und so. Die hatten, coole Sachen. Ich weiß nicht, du hattest dich, glaube ich, auch mit dem einen unterhalten, deren 3D-Scanner irgendwie mit einer Handykamera irgendwie umgesetzt hat, oder was war das? Ja, genau. Der hat tatsächlich eine Software selber geschrieben, Open Source, und hat da sich über den 3D-Drucker selber auch eine passende Halterung für eine Kamera selber gedruckt und ausgebaut, sodass du dann eben ein beliebiges Objekt
davor platzieren konntest. Und dann ist diese Kamera da eigenständig rumrum gefahren und hat praktisch dieses Motiv mit den gleichen Abständen und so und gleicher Beleuchtung fotografiert von einer Richtung. Und die Software hat daraus dann eben ein 3D-Modell errechnet. Und ja, das sind schon sehr, sehr interessante Sachen, die dabei herausgekommen sind. Ist momentan zwar alles noch ein bisschen experimentell zum Teil und noch nicht ganz ausgereift. So fängt's an. Aber es ist im Allgemeinen der Tenor, dass man sagt, vielleicht noch 5 Jahre, vielleicht sind noch 10 Jahre, aber irgendwann wird es in jedem Haushalt einen 3D-Drucker geben, so wie eine Mikrowelle. Dann ist es eben so, dann ist das ausgereift, dann bestellst du dir dein Modell, was du auch immer haben willst, übers Handy oder Internet, keine Ahnung, und schickst dann die Daten an deinen 3D-Drucker und der druckt dir das Zeug aus und zack, hast du dann eben, was weiß ich, eine neue Kaffeetasse oder Eierbecher oder weiß ich nicht, Ersatzteile für irgendwelche Gerätschaften oder so. Also John Replikator. Ja, im Grunde ist es so. Es ist die Vorstufe eines Replikators, tatsächlich. Wir leben in sehr, sehr interessanten Zeiten, was das angeht, ja. Ja, genau. Nee, wir hatten uns ja auch drüber unterhalten und ich sage ja bei Etsy, wenn man da was zum Beispiel jetzt hier für Cosplay, will man einen Blaster haben oder einen Phaser und die meisten verschicken nur noch diese 3D-Modelldateien, ja, die man dann im Computer hochlädt und dann an den Drucker schickt und ausdruckt. Ja, weil der, total krass. Deswegen, ich bin auch im Überlegen, ob ich mir einen hole. Mal schauen. Mich hätte auch wirklich interessiert, was dich interessiert hat, John. Wie doll riecht das? Ja. Also wie doll riecht so ein 3D-Drucker, wenn der druckt? Mhm. Und wie laut ist der? Genau, das sind eben so Faktoren, die muss man berücksichtigen. Das kommt eben ganz darauf an. Das war einer der Gründe, warum ich auch auf diese Messe wollte, weil ich eben wissen wollte, ne, wie sieht es denn tatsächlich im Alltagsgebrauch aus? Was für Umstände macht so ein Gerät, wenn man sowas tatsächlich im Haushalt betreibt? Und Lautstärke ist natürlich ein Thema, weil es gibt natürlich auch manche, die sagen, so wenn du dir diese Testberichte anhörst und so, und da sagen sie dann im Nachhinein, ja, lautstärkemäßig muss man dann eben gucken, wenn man jetzt in einem Wohnhaus unterwegs ist und so weiter, dass die Nachbarn da nicht durchbelästigt werden und so weiter und so fort. Genau das gleiche gilt auch für Geruchsbelästigung und sowas halt alles. Geht halt nicht überall und kommt auch immer ein bisschen auf die Technik an, kommt auf das Gerät an und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich eigentlich die Messe nutzen, um mir mal da so einen Eindruck von zu machen, um selber zu hören, wie laut ist denn so ein Drucker. Problem an der ganzen Sache ist nur, dass es in der Messe in dieser Halle lauter war, sodass man eben die Drucker selber schon wieder gar nicht gehört hat. Also hat also auch nicht so richtig weitergeholfen in dem Moment. Also von daher. Aber was ich eben toll finde, ist, das, was wir jetzt hier gerade nochmal im Detail sehen, und deswegen habe ich da nochmal rangezoomt, das ist jetzt ein sogenannter Filamentdruck. Also ein Filamentdrucker, in dem das Modell entstanden ist. Und also mit diesen Drähten. Und die gelten ja im Allgemeinen als gröber. Und wenn man sich mal überlegt, was die schon alleine für eine Qualität hinkriegen, es ist der Wahnsinn. Ich meine, gut, klar, du musst ungefähr vorstellen, du hast jetzt bei so einem Einsteigermodell eine Arbeitsfläche, du könntest damit, glaube ich, etwa einen Würfel machen von 10 mal 10 mal 10 Zentimeter. Ungefähr so ein Quader kannst du dir in der Größe vorstellen. Das sind die Einsteigermodelle. Und dann gibt es natürlich noch die größeren Ausbauten, wo du mehr Fläche hast. Und dann kriegst du natürlich auch größere Modelle zusammen. Brauchst du aber nicht unbedingt, denn du kannst ja die einzelnen Elemente später zu einem großen Ganzen zusammenkleben. Und das hat man hier bei dem Kollegen gemacht. Du siehst also hier so ganz klein, so ein bisschen zwar noch so Nähte und Übergänge, aber ansonsten, hey, wann stehst du schon mal so im Detail so dicht davor oder so, ne? Und das kannst du mit allen möglichen Sachen machen. Er ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber es ist der Wahnsinn, was inzwischen alles geht. Und das kriegst du zu Hause mit hauseigenen Mitteln praktisch hin, wenn du so einen Kasten da stehen hast. Ja. Irre. Absolut irre. Also von daher, es gab viele, viele Sachen zu entdecken. Auch das hier fand ich sehr interessant. Für die Cosplayer unter euch, auch da gab es Stände. Viele, viele coole Ideen und auch da konnte man sich dann mal ansehen, wie so Rüstungen gemacht werden. Ne, das ist auch, Mirko, du wusstest das, glaube ich, ne? Das ist so eine Art Pappe, was sich verformen lässt, oder wie ist das zu verstehen? Die Cosplayerin, die verwendet so eine Art Stoff, der ein bisschen gröber ist, den man formen kann, der dann aber, ich weiß nicht, wie sie das macht, ob sie den heiß machen muss mit einem Föhn oder so. Also mit Stoff meinst du so eine Art Schaumstoff oder was meinst du jetzt gerade? Oder Stoff wie Kleidungsstoff?
Nee, das war wie so, ja, so wie so eine Stoffrolle, hatte die gezeigt. Okay. Die anderen von dem Club aus Hannover, ja, die hatten tatsächlich, was ich interessanter finde, diese Schaumstoffplatten. Also, ne, das ist dann, ja, also das war fast schon wie Papier. Also ich hätte jetzt wie gedacht, Pappe, dass eben, was sie hatte. Ich, ja, sie genau, hatte das tatsächlich hätte ich gedacht, wie Pappe. Dass diese Rüstungsteile, dass die aus dieser Pappe gebaut sind. Warte mal, haben wir nicht noch ein zweites Bild da irgendwo in der Nähe gehabt? Hier. Ich glaube, hier ist, kannst du da nochmal sehen. Sie hatte, ja, das sie wird wahrscheinlich aus diesem Material sein. Ne? Das ist so ein, genau, sie hatte tatsächlich, Material. Sie hatte jetzt tatsächlich diese Pappe. Also auch, sie hat auch gesagt, wie teuer das war, aber ne, so, wie viel so eine Pappe kostet, so eine Rolle. Und wie viel man da rauskriegt am Material. Ja. Und die anderen von den Northern Outposts, die hatten tatsächlich, was ich interessanter finde, diese Schaumstoff Platten, die man, ja, auch verformen kann. Mhm. Und wenn man die dann lackiert und so weiter, die werden richtig hart, wie eine richtige Trooper-Rüstung, richtig, oder wie eine richtige, ja, Ironman-Rüstung. Also, ja, hier oben in der Ecke, da kann man das übrigens noch klein sehen. Da ist tatsächlich die Pappe, ja, so ein Ursprungs. Ja, hier sieht man das da ganz klein. Das ist noch ein so Stück. Wie Pappe, wie Backpapier. Ja, ja, so ein ähnlich. Bisschen stärker war das, glaube ich, gewesen. So 2 oder 3 Millimeter dick. Ne? Und das, genau, mit dem Föhn konnte man das, glaube ich, bearbeiten. So hat's, mit dem Föhn hat es bearbeitet und das wird dann, bleibt dann so in der Form und wird hart. Ja, die, und dann kannst du es anschließend bemalen und veredeln. Ja, dass das von der Bearbeitung so gut ist. Ja, dass du nachher gar nicht mehr siehst, was das Ursprungsmaterial eigentlich ist. Also das ist, weil das sieht ja jetzt nicht aus, als wenn das, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kunststoff oder Schaumstoff oder was weiß ich nicht, was ist. Nee, das sieht schon sehr absolut nicht. So aus, wie das glänzt, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wird sowas in Filmproduktionen auch genutzt in der Richtung oder ist das jetzt, haben Sie wieder... Also das ja, ist, glaube ich, nicht so weit weg. Also es gibt, ja, ist unterschiedlich. Also, wenn es so ein gewisses Budget nur hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Idee wäre. Als würdest du jetzt so eine richtige, komplette Ritterrüstung bauen oder sowas, ne? Naja, nicht nur das. Du musst ja auch davon ausgehen, wenn du jetzt so Schauspieler hast und du hast jetzt so gerade Produktionen wie Herr der Ringe, Fantasy-mäßig, wenn du da jetzt wirklich eine Rüstung bauen würdest, die 40, 50 Kilo wiegt und so ein Schauspieler da so einen ganzen Tag drinsteckt, der sagt am Ende des Abends auch, okay, morgen kann dann mal mein Stuntman für mich weiterarbeiten oder so, weil das war dann für mich. Also es muss ja auch gewissen Tragekomfort dann haben, ne? Weil auch auf einer Convention, wenn du da als Cosplayer so einen Tag mit so einem Zeug rumläufst, dann ja, der war auch nett. Mhm. Auch gedruckt. Ein kleiner Komplett Hahn. Gedruckt, genau. Ich weiß gar nicht, war das jetzt aus diesem Tauchbecken, also aus dem wie heißt das Ding? SML-Drucker? Oh, ja, ja, genau, da hinten sieht man den, ja, hinten. Ah ja, da hinten. Das ist der Anycubic, glaube ich. Genau, das war das. Das ist die zweite Art, wie man eben 3D-Druck macht. Boah, was das heißt die zweite? Es gibt viele verschiedene, aber das ist eben dieser Flüssig-Resin-Drucker. Und der hat dann eben nochmal eine ganz andere Qualität, weil das ist dann alles aus einem Guss, kann man praktisch schon so sagen. Und das Drollige bei diesen Druckern ist, die drucken das Motiv auf dem Kopf stehend. Also die Basis, die Base hier unten, die ist als erstes wird erst gedruckt, das ist praktisch so eine Platte, die fährt in ein Tauchbecken. Dann ist unten so ein Laser, der belichtet anscheinend das Resin, das es dann aushärtet und an der Platte, die da reintaucht, haften bleibt. Und dann macht er das jedes Mal und dadurch baut sich dann so nach und nach dann eben dieses Modell aus. Total cool. Das geht inzwischen alles. Und allein schon, wenn man das jetzt mal sieht hier, da gehen wir nochmal ran. Diese Details, die du da drin hast, ne? Du hast ja hier wirklich so diese Falten vom Gesicht, die Lippen und auch hier innen so diese Auswölbung noch, ne? Das kriegst du halt eben tatsächlich nur mit solchen Sachen da eben hin und ja, es schon ist schon eine recht coole Sache, ja, definitiv. So, dann haben wir, was wir auch gesehen haben, der liebe Frank hat auch ausgestellt, er hat mal seinen Heim-PC angezeigt. Auch die funktionieren noch, die Dinger, hat er gut gepflegt. Gut ein bisschen angegeben. Das finde ich überhaupt das Erstaunliche. Nicht nur, dass jemand so ein Ding noch rumstehen hat, sondern dass das tatsächlich noch funktioniert, auch wenn man nichts mehr mit anfangen kann, aber es funktioniert noch. Ja, ich glaube, später sind wir nochmal vorbeigegangen da und da hat einer hier Space Invaders drauf gespielt. Ich glaube, das war irgendwie sowas in der Richtung. Daneben, ne? Also echt. Genau. Aber überlege mal,
überlege mal, so eine Technik, wenn die jetzt längere Zeit steht, mit dem, es heißt ja auch immer, Elektronik altert auch. Kondensatoren gehen kaputt, weil sie eben trocken werden oder irgendwie solche Sachen. Da musst du natürlich schon gucken, dass du so die Sachen dann da ersetzt bekommst oder so. Ne? Aber ansonsten schon cool. Was ist denn das hier überhaupt? Da, wo ist dann, leuchtet diese Taste hier unten oder was ist das für eine? Keine Ahnung. Ja. I don't know. Aber es ist ein Apple und was für einer? Apple 2 oder? Apple 2 und Europus, Euro, keine Ahnung. Taxan Monitor. Ja, das ist der Urgroßvater von deinem Handy, wa? Ich wollte gerade sagen, hier, ja. Guck mal, ne? Früher so, ja, heute Handlung. So. Aber stell dir mal vor, du musst dir noch so eine analoge Schreibmaschine an den Kopf halten. Wow. Okay, ne, also daneben gab es dann etwas neuere Modelle natürlich schon, die gingen ja, etwas auf, neuer ist ne? Gut. Ne, also so, warum hast du den hier so fotografiert? Ne? Was war? Das war jetzt das Kontrastprogramm oder was? Ja, ja, vielleicht. Oder hast du nur gedacht, komm her, passt schon, nimmst du auch noch mit. Die Dinger kenne ich auch noch. Sowas in der Art ja, hatten wir damals auch gehabt. Oh, hier die Joysticks ja. Hier. Wer kennt diese Joysticks noch von euch, hä? Ja, Competition Pro. Wie viele habt ihr kaputt gekriegt? Los im Chat, wer war alles dabei? Wer kennt von diese Ausstattung noch? Ein oder zwei waren es. Von denen nicht viele, weil die waren wirklich sehr, sehr robust. Ja, Summer Games, Winter Games. Drin. Wobei, das sieht mir schon aus, ist das schon neuerer? Der sieht aus, als hätte der einen USB-Anschluss oder ist das jetzt, nee, das ist noch tatsächlich der alte Anschluss, oder? Serieller Anschluss. Ich glaube, es gibt so ein Nostalgie-Ding, das ist dieser Joystick und der hat quasi irgendwie, ich glaube, sogar schon Spiele mit integriert von früher. Den kannst du direkt irgendwie am Fernseher anschließen, so als so eine Art Telespiel, habe ich mal irgendwo Ja, also ich habe gesehen, du kriegst inzwischen diese Joysticks, genau diese Dinger, als Nachbau natürlich wieder. Inzwischen haben sie nur einen USB-Anschluss. Aber diese Originaldinger, die kenne ich auch noch. Nur, ich habe es in Erinnerung, dass der Knauf oben auch rot war, wie die Tasten. Ja. Irgendwie so in der Richtung. Ja. Aber, ne, von daher, aber diesen Kollegen hier, das war ein Commodore 64. Ich meine, wir sind mit dem 16er damals gestartet und haben irgendwann aber auch mal einen 64er dann gehabt. Ja, wir waren alt. Wir sind alt, ich weiß, aber dann war noch Technik. Den 16er kenne ich nur noch aus Erzählungen, also. Ich meine, es waren 16er. Aber was steht da jetzt? Da oben, der flimmert ja auch der Automat. Zubo, irgendein Mart. Ja, das war ja dann. Lobomat. Ich weiß es nicht. Den Schenk kaputt gemacht hat? Nee, irgendwas mit dem. Sieht aus wie ein C an der Stelle, aber ich weiß nicht, was es. Hier ist ein Cybomat. Jetzt überlege mal, du könntest deinem damaligen Ich die Spiele von heute zeigen. Ja. Ja, ja, ja. Du wärst doch. Durch. Ich meine, das kannst du dir doch nicht vorstellen. Nee, was hattest du damals? 16 Farben und diese Klötzchen-Grafik und alles, aber was hat's auch gemacht? Auf jeden. Definitiv. Ja. Also ja, es war jedenfalls eine ganze, so viel, es war Nostalgisches dabei, es war aber auch Neues dabei. Ah, hier, guck mal, hier hast du den Han Solo nochmal aus der Seite fotografiert. Da ist er auch noch zu sehen. Da montieren wir deinen Kopf noch rein, Mirko. Genau, danke schön. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Was ist denn das hier für ein Kollege eigentlich? Ach, das ist war auch der Roboter, den, wo du gefragt hast, mit den den er da selber gebastelt hat, der war das, ne? Ja. Der Kollege ist zum größten Teil aus dem 3D-Drucker. Ja. Ne? Also die ganzen tragenden Elemente, wie die Beine hier und sowas, das hat er sich, glaube ich, aus dem Drucker selber zusammengestellt. Dahinter sieht man noch die Software, wo man dann sehen kann, wie das alles entstanden ist. Und dann eben Servos, Kabellage, oben ist ein Raspberry Pi als Steuerzentrale und vorne eine Kamera. Und das Drollige war, man konnte tatsächlich sich vorne vorstellen mit dem Gesicht hin und her und die Kamera, die folgte einem und hat auf dem Bildschirm angezeigt, was der Roboter sehen konnte. Das hat er ja irgendwie auch erzählt, dass dann irgendwie mit über Gesichtserkennung soll der dann auch hinter dir hinterherlaufen und solche Sachen. Yeah. Hast du so einen kleinen Roboter-Fifi, der hinter dir herrennt? Ja. Da musst du wenigstens nicht mit dem Beutel hinterherlaufen. Ja, genau so sieht er aus. Ne? Erkennt man das Konstruktionsprogramm?
Nee, ja, nicht, erkennt man. Das war, wie heißt das hier? Google's Sketch. Sketch? War das Sketch oder irgendwie sowas? Irgendeins, was jetzt kostenpflichtig ist, aber in den früheren Versionen noch kostenlos war, hat er gesagt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Google Sketch, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. John, zeig mal den Bildschirm dahinter. Meinst du eben von dem, was ich davor hatte? Ja, ja, wegen dem Programm. Ach so, den, ah, das meinte sie hier von dem Drucker jetzt. Oh, ich dachte eben, weil wir hatten ja da Bildschirme dahinter. Aber sie meint den Bildschirm hier. Tatsächlich. Keine Ahnung, was das für ein Programm ist. Es ist ein kostenloses Programm gewesen. Sketchup. Okay. Ja, so, es ist so. Bin, für dich ist das vielleicht alles ja eine andere Liga, weil du sagst, ach komm, ne, Anfängerbereich. Du kennst dich da ja bedeutend besser drin aus. Ich kann es leider nicht. Ich würde lieben gerne 3D konstruieren können, weil dann, das ist noch dieses Puzzleteil, was mir fehlt, um einen 3D-Drucker bedienen zu können. Ich kann zwar ein bisschen Blender, aber so richtiges CAD, das kann ich halt auch noch nicht. Und das würde mir aber sicherlich weiterhelfen, wenn es darum geht, dann solche Modelle dafür einen 3D-Drucker zu erstellen. Dass sie, ach so, das ist nochmal eine Perspektivaufnahme unter dem Falken, Falken gewesen, ne? Jawohl, auch sehr cool. Das ist schon beeindruckend, wirklich. Ich glaube, das hier ist es, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das Programm war es. Was jetzt was kostet, was früher von Google kostenlos war. Hast du es gefunden? Wo man 3D-Modelle... Ah ja, da, SketchUp, genau. Das kann durchaus möglich sein. Ja. Ne? Machen konnte und... Da, da ist er wieder. Mini. Da ist er wieder, okay. Genau. Vicky und Dr. Theopolis. Wie groß war der im Original? Der hat doch, einen Meter mindestens gehabt, oder? Was, nee, der? War der nicht. Der war im Original nur ein Meter. Ja, ich sage das Original. Wie groß war das Original? Ein Meter. Da saß ja einer drin, ja, ganz so offensichtlich, oder? Ja, Meter. Ja, ja, da war, oh Mensch, wie dieser Felix. Da war ein Schauspieler drin, ja, ja. Aber ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen. Müsste ich auch. Ist das auch ein gekauftes Modell gewesen? Größe, Beleuchtung, Basis. Modell aus dem 3D-Drucker steht hier unten. Aha! Oh, nee, dann hat er doch, also. Ja, da habe ich tatsächlich sogar mal irgendwie ein Angebot im Internet gesehen. Da konntest du, aber kleiner waren die, glaube ich. Aber Bauzeit ging relativ schnell, 5 Wochen. Na gut, wenn du das Ding so aus dem Drucker schon rauskriegst und dann nur noch ein bisschen Licht reinmachst. Also jetzt relativ gesprochen nur noch ein bisschen Licht reinmachen. Aber muss man sich mal vorstellen, da hast du Bock, da hast du Zeit, da hast du die Möglichkeit, du hast einen Drucker da bereitstehen und kennst dich damit eben aus, dann zauberst du dir dann eben mal so eine Figur daraus. Ne? Und ich meine, der Kollege war ja nun auch, ne? Also ich meine so 40, 50 Zentimeter da mindestens gehabt, ne? Oder wenn nicht noch größer, ich weiß es gar nicht. Ja, war schon. Ja, das geht alles. Das geht alles. Und das finde ich eben so krass. Ja, was für ein Körper, ja, ja. Ja. Cooler Film. Ja. Du hattest recht, Stefan, der heißt Felix Siller, genau. Felix Siller, ja, Felix wusste der ich da, noch, aber... Der italienische Schauspieler. Also wie ihr so seht, es gab eine ganze Menge halt zu entdecken. Viele, viele schöne Felix. Sachen. Und vieles davon, ah, da ist er ja wieder, hier, guck mal an hier. 1,19 Meter. Und vieles davon eben aus dem 3D-Drucker oder irgendwie so... Guck mal, sogar bei dem Java leuchten die Augen, bei dem kleinen tatsächlich, Java. Tatsächlich, hier vorne, ja. Und die waren nur so groß. Die waren ganz miniaturgroß nur. Die waren ganz klein. Miniaturgroß, auch nicht schlecht. Naja, ja, so mini. Okay. Was ist das hier für einer? Ja, jetzt nicht. John Finn hat ein Foto in Stream gestellt. Okay, gucke ich gleich mal nach. Aber was ist das hier für ein Modell nochmal? Der war auch schon der arme Laptop. Jetzt komme ich mit der Perspektive. Jetzt müsste ich das mal größer machen. Das ist ein Calamari Cruiser. Ich wollte gerade sagen, ein Calamari, ne? Ja. Mon Calamari. Das sehe ich so schon. Mon Calamari hier, it's a trap. So, die Kollegen waren das. Die Kollegen waren das. Daher wie gesagt, die habe ich in Köln gesehen, die sind in Wahrheit eigentlich, also nicht, ne, das Originalmodell ist, 2 Meter, 2,50. Ja, brauchst du für die Details, ja.
Also wie ihr seht, es war eine ganze Menge dabei. Hier seht ihr jetzt nochmal dieses Telespiel. Das war Snake. Snake. Das war auf so einer großen. Ja, ihr beide habt ja auch gespielt. Ihr habt ja Pong gespielt. Wir haben Pong gespielt, genau. Retro Pong. Bei mir im Fotoordner habe ich ein Bild von euch beiden. Ja. Also, und ich habe gewonnen. Ja, mit Abstand, ne? Überragend. Wo haben wir gespielt? Ach, da haben wir gespielt, tatsächlich. Gucke mal an, da haben wir gespielt, tatsächlich. Auf so einer schönen großen Wand. Das hätte ich am liebsten mitgenommen, das Ding. Mirko, wie man sieht, ja auch passend in seinem Schottenrock. Ja. Nee, das Ding war cool. Nein, das ist der L. Borland Gedächtnis-Look. Ja, genau. Mehr das Power, wir brauchen mehr Power. Das war. Nein, liebe Leute, ich habe verloren. 2-0. Also 3-0. Aber man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich nur eine Runde gespielt, weil natürlich auch andere gewartet haben und spielen wollten. Immer ein Spiel ging bis drei und dann waren die nächsten dran, ne? Genau. Aber das war schon cool. Hat wirklich Spaß gemacht. Das heißt, killt! Jawohl, killt, Leute. Richtig, von mir aus auch das. Ihr habt ja recht. Ja, bitte? Kannst du für Semir bitte nochmal den drakonianischen Kreuzer da zeigen, also das Orange den wir eben da? Hatten? Achso, den hier. Ja, und ich glaube, ich hatte ja noch ein Bild von der Seite. Ja, genau. Oh, das ist immer. Zack, einmal so. Ne? Oh, hier ist er vollständig. So, einmal von der Seite. Haben sich denn in der Serie die Sachen hier an der Seite gedreht? Das sieht so aus, als wäre das theoretisch drehbar. Ich meine nicht. Nee? Ich weiß nicht. Warum sind die denn dann so abgelöst? Ich meine, im Film war es, kann ich mich nicht erinnern. Also. Okay, sogar hier kleine Schiffchen an der Seite. Von der Seite das hat, ja, das sind die kleinen Jäger, die so dann, also die Orangen, das waren die Drakonianer und die Weißen links, das war das Direktorat nannte man das da, glaube ich. Okay. Jetzt habe ich wieder richtig Bock, irgendwie Galactica zu gucken und ein paar Krotschers. Ein Bild von dem da ist er von der Seite. Die Blu-rays. Da ist er von der Seite. Ja, ist schon ordentlich, ne? Was so alles geht. Ich meine, was wir ja vorhin gesagt haben, nicht alles ist aus dem 3D-Drucker. Manche Sachen sind eben halt als Basismodell gekauft und dann eben veredelt. Aber du kannst natürlich ganz viele Sachen eben auch aus dem 3D-Drucker zaubern und dann noch zusätzlich dran montieren, wenn du halt noch ein paar Details mehr haben möchtest. Oder, wie jetzt in dem Fall von dem Buck Rogers-Droiden, dass du den komplett aus dem Drucker zauberst. Also von daher ein richtig heißes und cooles Thema. Und wie gesagt, ich spiele ja mit dem Gedanken, ich möchte mir auch so ein Ding zulegen. Aber ich versuche natürlich vorher noch so ein bisschen Recherche zu betreiben, dass ich da mir, wenn dann, auch das Richtige dann hole. Jetzt wollte er den Raider oder was? Den Silent Raider oder was wolltest du noch mal sehen? Einmal den Zylonen bitte. Hast du einen Zylonen gesehen? Ja, den Silent Raider oben mit den. Ach so. Zylonen. Er hier vorne. Ja, genau. Da ist er. Da ist er halt. Ne? Und der hatte schon so, ich schätze mal, so 30 cm, 40 cm hatte der schon garantiert gehabt. Und eben das Geile ist eben, es war nicht nur mit der Außenhülle getan, nein, auch innen dieses Cockpit mit allem, was da dazu gehört, das hat alles geblinkt und geleuchtet. Ja. Und du sagst sogar diese kleinen Sensoren vorne, ja, bei den Sensoren, ja, dass die sogar an waren. Also das Auge ging auch hin. Wir haben den Link zwar schon das ein oder andere Mal jetzt geteilt, aber ich mache es auch gerne nochmal. Mach's gerne nochmal. Da sieht er dann vielleicht auf der Webseite von dem Macher, was da alles hintersteht und vielleicht gibt es da noch mehr Bilder dann zu entdecken. Also es ist der Wahnsinn auf jeden Fall. Modellbau ist halt ein richtig geiles Hobby. Sicherlich kostenintensiv, zeitintensiv, arbeitsintensiv, aber man kann das Ergebnis wirklich, kann sich sehen lassen. Es ist halt nicht damit getan, einfach nur einen Revell-Bausatz zu nehmen, ihn zusammenzukleben, bestenfalls noch zu bemalen und sich irgendwo hinzustellen. Selbst das ist schon nicht so einfach, wenn du das wirklich so authentisch und ja, auch realistisch hinkriegen willst. Das Zusammenbauen ist schon eine Sache, aber die Farbgebung, diese Techniken zu lernen, das macht's dann aus. Das ist dann halt der Unterschied, ne? Total. Ja. Na, dann musst du tatsächlich schon eine gewisse Leidenschaft haben, um da eben so dran zu gehen. Aber das lohnt sich. Das ist wie viele Sachen. Man sieht jetzt
da stecken jahrelang Erfahrung und der wird am Anfang auch gut geflucht haben und eine Menge Schrott ganz produziert besonders haben. Ich meine, er war ja, ich glaube, er war auf der FedCon auch gewesen und bei dem Deep Space Nine Modell hat er, glaube ich, geflucht, weil da war eben die Herausforderung, dass da so viele Lämpchen drin verbaut waren, dass die Kabellage in diesem relativ schlanken und schmalen Modell doch irgendwann ein Problem wurde. Weil du musstest dann zusehen, wie kriegst du diese ganzen Kabelbäume da unter. Und das ist bestimmt nicht ganz einfach gewesen. Weil du willst ja einerseits zwar sicherlich, dass diese ganzen Lichter da zu sehen sind, andererseits willst du jetzt aber auch nicht, dass das Licht durch das Modell durchscheint, weil eben die Hülle des Modells zu eng ist oder zu dünn ist einfach. Wahnsinn. Und ich meine, auf der FedCon hat das sogar so gehabt, dass die auf so einem Drehmodell war, auf so einem Drehsockel. Das ist richtig beeindruckend, was da so alles geht. Ja. Ja, und was habt ihr so als Hobby? Was macht ihr so Schönes? Hä? Ja. Ich muss dazu auch immer sagen, ich würde das auch gerne können, aber nee. Leider nicht. Das kriege ich auch nicht hin. Vor allen Dingen, du brauchst ja natürlich dann aber auch wieder einerseits den Platz, um sowas bei dir irgendwo hinstellen zu können. Und andererseits hast du bestimmt dann aber auch ordentlich immer zu tun, dass das Zeug möglichst staubfrei bleibt und nicht kaputt geht, ne? Ja. Alleine stelle ich mir das schon grausam vor, jetzt diese Ausstattung, die er hier gehabt hat, das zu transportieren. Was musst du denn da für ein LKW haben, dass du das von A nach B kriegst? Ich glaube, er hatte doch noch irgendwie gesagt, da den einen Koffer, den er da stehen hatte, ne, dass er das so direkt da, das Modell da so direkt reinkriegt mit Schaumstoff und allem drum und dran. Und ja, da standen schon so ein paar Cases hinten rum dabei. Ich wollte gerade sagen, aber auch diese Cases, die musst du ja irgendwann hinterher in dein Auto kriegen. Ich meine, ist ja nicht so wie bei uns beim Fliegen, wo das Handschuhfach dann beliebig groß ist oder so, aber irgendwann wird es, glaube ich, ein bisschen eng, oder? Ja. John, du kannst so vieles anderes, was die dann wiederum nicht können. Ja. Zum Beispiel das. was weiß ich. Nee, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, wie gesagt, also das waren nur ein paar kleine Eindrücke von dem, was es eben auf der Messe gab. Und ich persönlich habe für mich in erster Linie einfach mitgenommen. Mirko hatte doch noch Bilder von diesen Steampunk-Sachen, was der an der gebaut hatte. In der Leuchthalle, also in der Dunkelhalle. In der Leuchthalle. In dem anderen Ordner, glaube ich, hatte er noch was drin, den er vorhin noch hochgeladen hat. Da haben wir dein Radio. Da haben wir dein Radio. Das war absolut meins. Also das Ding hätte ich sofort mitgenommen, weil es ist von außen ist es ein altes Röhrenradio. Also es war funktionstüchtig, aber es war natürlich vermutlich nicht mehr diese alte Elektronik drin, sondern vermutlich ein Bluetooth-Lautsprecher oder was weiß ich nicht was. Aber alleine vom Aussehen her, dieses Design, das ist gigantisch. Das finde ich absolut. Total. Das wirkt natürlich aber auch nur dann im entsprechenden Ambiente. Das heißt, es muss schon so ein gediegenes, abendliches Halblicht nur haben. Ansonsten kommt das ja nicht zur Geltung. Aber ist schon geil. Wie gesagt, alleine die Idee halt, sowas noch zu nehmen und da noch was draus zu machen, ne? Das ist ja auch, wie gesagt, machen. Das ist ja, also, das Radio. Das Radio, aber auch die anderen Bilder, die ich dann noch geschossen habe, von, da ist ja noch irgendwie ein Bügeleisen oder was weiß ich, was das ist. Auch beleuchtet, musst du mal gucken. Was soll das sein? Oder ist das jetzt einfach nur ein Fantasieprojektor? Das Filmprojektor war das? Keine, okay. Ja, das ist ein Filmprojektor. Ne? Keine Ahnung, aber auf die Idee schon. Irgendwie noch so ein kleiner Fernseher oder irgendwas hat der doch auch da gehabt. Ne? Was ist das auf dem Rollschuh? Das sehe ich jetzt auch erst. Ey, ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen. Ja, das war irgendwie auf dem Rollstuhl drauf gebaut. So ein Telefon, so ein altes. Das ist ein Heizlüfter, steht da drauf. Heizlüfter? Ja, da standen ja dann auch immer die Jahreszahlen, von wann das ursprünglich mal gewesen ist. Also solche Sachen finde ich richtig klasse, so Design. Na gut, das Telefon, das kannst du bei Frank auch noch im Haushalt finden, ne? Das ist nichts Neues. Der Arme.
Das schleppt dann immer noch am langen Kabel quer durch. Aber Finn, du hast vollkommen recht. Wir haben alle unsere Qualitäten. Jeder kann dafür irgendwas anderes. Das stimmt. Raumschiffe häkeln, das ist auch cool. Es wäre mal interessant. Frag mal den Elon Musk oder so. Ne? Vielleicht mag der so eine Häkeldecke haben um sein Raumschiff rum. Dann gibt es nicht nur Silberne. So das ist auch cool. Also, wie gesagt, das war eine eigene, in dem Fall hier, das war eine eigenständige Halle, die abgedunkelt war. Ja, dass man eben so diese ganzen Lichteffekte hatte. Die hatten zum Beispiel auch unter anderem solche großen Würfel auf so einer riesigen Spielfläche. Da konnten die Kinder dann alle möglichen Gebilde rausbauen. Und so ein Würfel hatte auch so eine 50 Zentimeter, ne? 50 mal 50 insgesamt. Da wollte ich auch erst. Wolltest du auch, ne? Ja, 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 genau. Ja, ich wollte auch damit. Aber die Kinder haben mich nicht gelassen. Ich glaube, das war auch irgendwie ein Gebilde von irgendeinem Künstler, der das entwickelt hat oder so. Aber keine Ahnung. Oh. Weil die haben irgendwie auch die Farben dann gewechselt. Je nachdem, ob du draufgeklopft hast oder so. Ich weiß es gar nicht so richtig, aber ist schon cool, was so geht. Sowas in der Art kenne ich in klein. Hier für Cocktails. Das sind noch diese Kunststoff-Eiswürfel-Dinger, weißt du, die immer wieder benutzt werden konnten. Die kenne ich tatsächlich auch, diese Billig-Dinger, die widerlich waren. Was haben wir hier gehabt? Was war denn das? Welches? Ach, das war so eine Pflanze, die illuminiert war. Ja, so eine Pflanze, die bewegte sich immer hin und her und wechselte die Farben, keine Ahnung, was das da war, auch so eine Kunstinstallation. Genau. Was ich cool fand, das war eben, es gab, da habe ich leider nicht so wirklich viel Material von aufnehmen können, weil mir dann der Speicher am Handy voll war. Das war so eine Art Drahtgeflecht, was auf dem Boden lag und dann wurde das von der Seite mit einem Laser, mit so einem Flächenlaser beleuchtet und das wirkte auf die Fläche mit diesem Drahtgitter, das komplett über den Boden verteilt war. Richtig cool angeleuchtet und könnt gleich mal in das Video noch gucken. Ich meine, da habe ich eine Sequenz, da kann man das dann sehen und unter. Ja, und hier haben wir auch noch mal diese Assel oder was das auch immer darstellen soll. Da ist unten so ein Sitz gewesen. Ich weiß es nicht, gewesen. Aber es war wie... Also ich habe das... Ja, ich habe ein Video mal davon gesehen gehabt. Da ist dieser Typ, der das gebaut hat, der sitzt da unten runter und der kann anscheinend das Ding auch bewegen und steuern. Und dann leuchtet das in unterschiedlichen Varianten dann auch noch. Keine Ahnung, was das für ein Objekt sein soll. Ob sowas in echt gibt in der Richtung. Natürlich in klein und nicht ganz so bunt, aber interessant, sich vorzunehmen, hey, ich baue irgendwie ein großes Modell und ich nehme sowas als Vorlage. Ach, das ist halt. Sah jedenfalls interessant aus und war relativ groß. Und ja, Künstler. Ja. Künstler halt. Was willst du sagen, was willst du machen, ne? Nee, aber das ist so das Bildmaterial, was wir so da gesammelt haben. Und es sind viele, viele schöne, tolle Eindrücke gewesen. Und wir haben eben die Zeit dann zugebracht. Wir sind dann rausgegangen. Da gab es dann auch so einen richtig schönen Food Court sozusagen. Also alle möglichen verschiedensten Stände, wo man sich dann eben für den täglichen Bedarf ein bisschen eindecken und sättigen konnte. Das war also schon cool. Und also von daher war ein richtig schöner, gelungener Ausflug, den wir da gemacht haben. Also von daher war schon nice. Konnte man sich nicht beklagen. Jedenfalls ich nicht. Ne? Ja, waren schon ein paar ganz interessante Ideen auch dabei, ne? Also. Ich meine, was hat euch jetzt an der Sache resümeeartig jetzt am meisten fasziniert? War das eher so die Sache jetzt mit den Cosplayern beziehungsweise Steampunk? War das die technische Seite, jetzt hier Robotik oder in der Richtung? Oder sagt ihr zum Beispiel, es war jetzt auch 3D-Richtung, wo es eben darum ging zu sehen, was man heutzutage tatsächlich mit diesen Dingern alles fabriziert kriegt? Also ich sag mal so, diese 3D-Druck-Geschichte ist ja schon interessant, aber wie Mirko schon sagte, jeder zweite Tisch 3D-Drucker, ne? Also dann auch ein bisschen ein Überangebot. Für die, die sich dafür interessieren, klar, war es natürlich wieder von Vorteil. Gut, ich bin, wie gesagt, die Modelle fand ich also wirklich absolut klasse, aber ich mag halt auch diese Steampunk-Geschichten, finde ich halt auch ganz toll.
diese Designs, auch die Kostüme, da hatten wir gar keine Bilder von. Da war ja auf dem einen Stand, die hatten ja sogar auch noch ein bisschen, bisschen Cosplay und ein bisschen Kostüme und sowas, finde ich auch ganz toll. So wirklich unterhalten jetzt mit irgendwelchen von den Makern, da habe ich persönlich mich jetzt nicht. Also von daher, ja. Aber war, wie gesagt, war auf jeden Fall den Weg wert und war die Zeit auch wert. Also das werde ich für wenn es dann nächstes Jahr wieder ist, ich weiß es noch gar nicht, ob es für nächstes Jahr schon einen Termin gibt. Ja, doch, sollte man sich mal im Kalender vermerken. War auf jeden Fall ein gelungener Ausflug, wo man eben diese Eindrücke mal gewinnen konnte und mal sehen konnte, was denn andere so in ihrem Hobbykeller da zusammenzimmern und ja, auch allein über so Ideen zu sammeln, Inspiration zu sammeln. Hier sehen wir übrigens nochmal gerade diesen Chewbacca, wie er da an diesem Modell da am Schweißen ist. Da flackert das tatsächlich eben, ne? Und so diese Detailverliebtheit, weißt du, das fand ich eben so faszinierend. Überall war irgendwelches Geblinke und Bewegungen und alles drum und dran und so. Das war eben schon cool. Das war eben nur ein Stand von ganz vielen. Es gab eben noch ganz andere Sachen. Thematisch war es also sehr, sehr weit gefächert. Was mir jetzt bei dem Ding hier gerade auffällt, ist das tatsächlich ein runder Bildschirm gewesen hier? Oder was ist das? Wie haben Sie das projiziert? Ein runder Bildschirm. Ja, ist rund. Das war so eine Säule. Wie so eine Dipfersäule. Also das war... Ja. Den fand ich ganz süß. Der war cool. Was so möglich ist, also ich fand die Robotik echt toll. Und die Modelle natürlich auch, aber halt so, was so möglich ist, bei so kleinen Robotern zu machen. Die R2s waren auch super, aber ist mir auch viel zu aufwendig, sowas zu bauen. Deswegen auch die Modelle, ich sehe sie gerne an, aber selber sowas, ne. Ich habe einmal irgendwann mal so ein Revell-Modell gehabt, das war eine Harley Davidson, ich glaube, die habe ich nach 3 Abenden in der Ecke gepfeffert, weil ich mich verklebt habe, vermalt habe, ach, hast du nicht gesehen. Ne, also, das ist nicht so. Also, diese Robotik fand ich geil. Ich fand die alten Computer geil. Bei ihm hier fand ich zum Beispiel faszinierend, dass der BB-8, dass der sich so bewegen konnte und so. Wir haben ja ganz am Anfang, als der Film früher vorgestellt wurde, ne, haben ja alle sofort gesagt: Ach komm, der kommt aus dem Computer. Und dann haben sie ja irgendwann bei der Premiere auf irgendeiner Veranstaltung, haben sie den ja echt auf die Bühne rollen lassen. Und dann waren sie alle am Überlegen: Oh, wie könnte der funktionieren? Wie macht man das und so, ne? Also von daher, schön zu sehen, aus der nächsten Nähe, wie sowas gebaut wird inzwischen und gemacht wird. Ja. Total cool. Ich habe übrigens ein Video gesehen bei Cosimo auf der Facebook-Seite, dass der Wally auch noch zu seinem Stand hingefahren ist. Ja, tatsächlich? Also zu dem Modellbauer ist der Wally auch noch vorbeigefahren und hat sich fotografieren lassen. Nee, aber sowas hier auch so, dieses, auch wenn ich das jetzt, ne, diesen Feuervogel. Ja. Einfach irre, was Leute sich da ausdenken. Ja, vor allem, wie lange zimmerst du an so einem Ding? Ja. Ne? Wie lange zimmert man an sowas? Das muss ja auch ewig und 3 Tage gedauert haben, bis man dann sowas halt hinkriegt. Das war echt, ja. Das hier fand ich auch, ne? Und das war so richtig total schön heiß. Warte mal, das ziehe ich mal ein bisschen höher. Ja, so kann man es besser sehen. Und da haben, wie weit haben wir da weggesessen? 15 Meter, 20 Meter? Ja, und wenn ja, es war warm, ne? Ich wollte gerade sagen, also auf die Entfernung hast du die Flammen aber noch gemerkt. Also, war schon nicht schlecht. War schon das geil. Konnte man auf übrigens jeden auch, Fall. Wenn man gewollt hätte, hätte man da auch selber reingekonnt in diese. Ah, da ist ein Sitz. Ja, das war tatsächlich begehbar, das Ding. Das konnte man also ausprobieren. Da haben sie nicht nur Vorführungen gemacht, sondern da konnte man auch sich dann selber mal so einmal ins Hamsterrad stellen. Einmal mehr ins Hamsterrad, ne? Was soll's? Egal. Aber ohne Flammen dann. Ja, also auf jeden Fall, das war eine coole Messe. Und wie gesagt, wir haben da einen schönen ausgedehnten Nachmittag verbracht. Wir sind dann anschließend dann rüber. Also von daher war das schon geil. Und das sind so die Impressionen gewesen, die wir dann haben. Hier haben wir nochmal ein paar so von der Internetseite an sich. Und wie gesagt, das was ich eben schön fand, es war was für Jung dabei, es war was für Alt dabei. Mit den Flaschen?
Mit den Flaschen. Das waren U-Boote. Oder das kleine Ding hier, das ist ein U-Boot, richtig. Ne? Da kannst du die Dinger befüllen. Genau, die sind dann als Ballasttanks befüllt gewesen. Und dann konntest du tatsächlich mit den Dingern auf Tauchstation gehen. Total cool. Also auch sowas geht. Oder diese kleinen Mini-Roboter, die Fußball gespielt haben und so. Genau. Ach ja, wir hatten ja auch, da gab es auch noch hier dieses Roboter Wars. Richtig. Ach so, also, die gab es auch. Das waren dann wo Roboter Wars, genau. Genau, und darüber das Bild hier, diese Schaltkreise, das hat man auch gesehen. Also die, gerade für Kinder und Schulklassen war es natürlich auch interessant. Ja. Weil man konnte halt lernen, wie man Sachen programmieren kann. Also wir hatten auch Workshops für Raspberry Pi Programmierung und Löten, konnte man da Sachen zusammenlöten und kleine Roboter konnte man auch bauen. Hatte ich gesehen an einem Stand. Also es war eine ganze Menge, was man also machen konnte. Diese geschickte Kombination, so Wissen spielerisch zu vermitteln, finde ich eben reizvoll. Ne? Dass du eben sehen kannst, hey, mit den und den Kniffen und natürlich den richtigen Bauteilen kannst du eben das und das daraus bauen. Und das wurde dir auf dieser Messe sehr, sehr anschaulich dargestellt und gezeigt. Ich hatte ja die Weltzerstörungsmaschine ausgelöst. Du hast noch einen Knopf. Du warst das. Der 340. war ich, seit Beginn der Stand das schon drauf, ja? Ja, stand drauf auf dem Zettel. Und das war halt irgendwie so ein Holzkasten. Mhm. Oben war so ein Schlitz und wenn du auf den Knopf gedrückt hast, kam erstmal so eine Hand, also musstest du einmal scharf machen, die Maschine, musstest den Schalter nach oben. Da kam irgendwie, wenn du drauf gedrückt hast, jetzt auf den Knopf, da kam so eine Hand raus, die macht diesen Schalter wieder runter und dann irgendwann druckte der so einen Zettel aus, ne? Also wie, ne? Und diese eine Maschine, dieser Lobomat, wo du ein Lob kriegst dann, den hat ja Cenk irgendwie wohl gesehen. Ich habe zu Cenk gesagt, Cenk, du musst den Zettel jetzt abreißen. Und dann die ganze Rolle rausgeholt. Ne? Also. Ja, abreißen, ich höre nie wieder auf dich. Naja, da kam das ganze Ding dann raus, ne? Ja, er hat die ganze Rolle in Hand gehabt. Hat die halbe Technik mitgenommen gehabt in dem Moment dann. Ja, aber hier siehst du genau, da sind auch so Sachen so zum Löten und zum Kleben und Schweißen und ach. Ja, es gab also immer mal wieder so Plätze, da konntest du dich hinsetzen und dich daran ausprobieren. Ne? Und das war schon cool. Ja. Ich würde zum Beispiel, also Cosplay war ja auch da und ich bastle ja auch gerade an Cosplay. Ich würde sowas zum Beispiel sowas würde ich ganz gut finden, wenn so Workshops sind, wenn man so eine Veranstaltung ist, wo es nur um Cosplay geht und wie baut man das zusammen, wie kriegt man, wenn man sich jetzt so fertige Blaster kauft, wie kriegt man die angesprüht und ich weiß, bei YouTube gibt es tausende von Videos, ne, als Anleitung, aber live ist schon mal was anderes, um mitzumachen, das würde mich auch nochmal so interessieren, aber gibt es leider nicht einzeln. Aber das wäre dann auf so einer Messe natürlich auch was Praktisches, wenn man sich sowas mal live vor Ort angucken könnte, ne? Wie solche Sachen dann eben auch montiert werden und so. Ich meine, der Makers Club hier von den R2D2, die haben ja gezeigt, wie die Dinger gebaut werden und waren da ja auch nach und nach am Tüfteln gewesen. Aber da kann natürlich in der Richtung noch mehr und noch andere Sachen halt kommen. Ja, es hat ja auch nicht alles mit Computer und Technik zu tun, was da ist, ne? Nee, es ging ja wirklich quer durch die Bank, ne? Auch so alleine zu vermitteln, neue Techniken, neue Ideen eben zu haben und nicht nur die vorgegebenen Wege zu gehen, das fand ich eben auch so faszinierend. Ne? Auch mal Technik in der Praxis erleben, selber. Das war eben auch das Schöne daran. Sieh mir, was mir bei Modellen immer noch fehlt, das sind so Schiffe wie die Event Horizon oder vom Passenger die Avalon. Ja, die haben alle ganz bewusst einfach nur Platz für dich gelassen, damit du auch noch Modelle hast, die du dann selber mal basteln darfst. Genau. Also, auf. Vermute mal, da wird es eventuell keine Grundbausätze geben zum Modifizieren, ne? Ich vermute mal, es kommt immer ganz darauf an, je nachdem, wie verbreitet der Film ist oder ob es da dann eben auch, ob das Interesse groß genug ist, dass man da dann auch Modelle dann auf den Markt verbringt. Aber eingefleischte Fans, die würden sowas natürlich ungefragt kaufen. Die gibt es dann immer. Aber es ist eben die Frage, ne, ob es sich auch für den breiten Markt dann in dem Moment eignet. Das würde ich mal vermuten, dass es da ja dran liegt.
Mirko, stimmt, was Vampirhörnchen gerade sagt. Auf der FedCon gibt es auch Workshops und Vorträge speziell zu Cosplay. Das stimmt auch. Ja, ja. Du kommst nicht drum rum. Irgendwann wirst du mit auf die FedCon kommen müssen. Ich hab da... Ich finde das interessant. Hier haben sie sogar eine U-Boot-Session mal gemacht. Könntest du mit dem U-Boot in der Gegend rumfahren? Auch nicht schlecht. Ja, Frank, auch für PMP gibt es da irgendwie... Auch für Pen and Paper, ja. Da kannst du mal sehen. Da sind auch Workshops. Die zeigen, aber die lernen das alles falsch bei der FedCon. Wahrscheinlich. Oder es wird falsch interpretiert und umgesetzt. Aber nein, ist egal. Das ist eine andere Sache. Mirko, das wäre doch noch ein richtiges Mobil für dich hier oben, oder? Was meinst du? Dieses Feuermodell hier. Dieser Herbie, der da gerade zu sehen ist hier. Ach, der da. Ja, ja, der Gott, da rechts. Das hätte doch auch wieder was, oder? Der DeLorean war da oben. Den hatten wir da oben stehen. Da ist der DeLorean sogar. Der alte Peabody. Ja, genau. Fischen anpflanzen. Unglaublich. Ja, was ich vor allen Dingen sehe, das ist ja, sind ja jetzt die Bilder, die aus 2019 sind. Da wurde noch nicht aus dem 3D-Drucker gearbeitet. Da hat man tatsächlich noch Holz verwendet. An der Stelle. Ja, ja. Das sieht aus, als würde das hier das Rohmodell vom Weißen Hai gewesen. Ja. Auf jeden Fall schwamm es offensichtlich. War schon cool. Gut, auf jeden Fall. Dieses Jahr ist wieder angefangen. Wahrscheinlich wird nächstes Jahr wieder mehr sein. Weil wenn man das von 2019 jetzt sieht, da war ja bedeutend mehr. Aber es ist doch cool, dass es jetzt wieder anläuft, dass sowas eben alles wieder geht und möglich ist. Deswegen war das schon schön, dass sie da sich jetzt wieder rangetastet haben und dass es diese Messe jetzt eben auch wieder gab. Die Galaktika, ob die Figuren drinnen waren? Ich meine ja, im Hangar standen tatsächlich auch kleine Menschen und kleine Figuren und so weiter. Im Hangar, aber ansonsten... Ja, maßstabsmäßig wären die Figuren da drin ja, weiß ich nicht, so das Sandkorn wären Millimeter groß. Oder so maximal gewesen, ja. Aber es war schon auch ein bisschen Detail in den... Siehst du, da sind auch wieder die Röhrenradio-Leuchten. Ja. Oh, guck mal, damals war es ein Oktopus. Also der Künstler scheint wohl, oder Künstlerin scheint wohl jedes Mal auf ein neues, sich ein Getier auszusuchen, was er dann da baut, ne? Ist schon mal cool, ne? Mal John begrößern. Was sind die daneben denn? Achso, das sind Klebepistolen. Ich dachte, die haben jetzt hier Phaser. So, okay. Da habe ich mir gedacht, das wäre doch wieder, ne? Vielleicht solltest du dir überlegen, mal einen Blaster aus so einer Klebepistole zu bauen. Auch nicht schlecht. Wäre auch mal eine Idee. Sag niemals nie. Guck mal, da kannst du hinten dann noch diese Stifte reinstecken und die sind ja transparent. Leuchtest du von innen mit einer LED an den Stift, dann leuchtet der außen auch wie so eine Glasfaser-Dings da noch. Ha, hier kommen wieder Ideen zustande, du, hä? Ja. Hast du eine Energiezelle, sagst du? Das ist die Energiezelle zum, ne? Ja, es ist schon cooler Kram, den sie da haben. Das muss man wirklich sagen. War auf jeden Fall nice. Und denke mal, nächstes Jahr geht's da wieder... Push weiter. Mal sehen, was sie sich dann halt eben ausdenken. Aber für einen Ausflug war das auf jeden Fall eine tolle Sache. Ach, hier, guck mal, hier haben sie den Hai nochmal in den Nahe gehabt. Ach, der Bilders Club war letztes Mal dann auch da. Ja, die sind, glaube ich, fast immer da. Also. Dieser komische Hai, der da. Hier ist der Hai, genau. Oh, guck mal, ein R2D2 in grün. Haben die eigentlich tatsächlich in der Serie absichtlich unterschiedliche Farben, weil sie vielleicht in unterschiedlichen Gebieten eingesetzt werden oder in den Filmen? Ich glaube nicht. Also ob es da einen Zusammenhang gibt. Wurde nie geklärt. Hätte ja sein können. Hier, guck mal, hier unten haben sie sogar diesen kleinen Roboter, der aussieht wie so ein Föhn auf diesem Einrad. Ne. Gibt es auch. Ja. Ja, cool, ja. Aber ich glaube, der hat den defekten Motivator. Also das war der R5, ne? Ach, das war ja R5, ja. Oder R4? Ne, R5, genau. Ja, ich glaube R5. Stimmt, guck mal, die gab es hier draußen auch, ne? Die Schmiede, die waren da auch an der Anlage. Ja, die Schmiede waren auch da. Ja. Stimmt. Und haben da geschmiedet. Ah, drollig. Wie gesagt, also das
relativ kunterbunte Mischung. Von nostalgisch bis modern, für jung, für alt, für quer durch die Bank. Ja, seh mir, das macht nichts. Das sind nur zwei Töne, die bist du schnell wieder los. Aber die Maker Faire gibt es ja tatsächlich nicht nur in Hannover, sondern die gibt es ja an ganz vielen Spots. Und ja, ja. Deswegen, also wer da Interesse an sowas hat, der kann sich ja mal umhören und umsehen. Vielleicht findet sich sowas ja dann auch bei euch in der Nähe dann. Und wie gesagt, so für so einen Tagesausflug ist das mal eine ganz nette Sache, wenn man sich für sowas interessiert. Das stimmt. Dann ist das schon richtig cool. Vor allen Dingen, wenn die Technik ausfällt und man kommt kostenlos rein. Ja, das war super. Ja noch der gelungene Nebeneffekt, den wir da dann eben hatten. Ne? Aber guck mal, sowas fand ich auch geil. Hier so Arbeiten, die so aus Holz sind. Kennt ihr diese Maschinen, die komplett aus Holz gefertigt sind? Wo dann eben nur ein Motor oder was auch immer bestenfalls noch dran ist, aber alles andere ist aus diesem dünnen Material, aus diesem dünnen Holz gemacht, was irgendwie gelasert ist auch. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, diese Holzlaser, ne? Ja, da war ein so ein Laser. Ja, ja. Holz ausgeschnitten hat. Ja, das war da auch. Mit denen kriegst du ja auch alles Mögliche hin. Du kriegst da Holz mit hin, du kriegst da Kunststoffe mitgeschnitten. Du kannst, ich glaube, auch Glas sogar mit manchen schneiden oder so, ne? Also das ist schon... Ich glaube, cool. Was so eine Maker Faire ja auch ein Stück weit auch interessant macht, ist, dass man eigentlich wirklich gar nicht weiß, was einen da erwartet, wenn man da hingeht. Ja. Also ja. Es sind auch viele Sachen, wo man gar nicht mit rechnet. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut, weil ich hatte im Vorfeld, habe ich mir auch schon überlegt, naja, ist das was? Ist das was, was dich interessieren könnte? Aber es war doch überraschend. Also viele Sachen, mit denen ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Mhm. Hier, guck mal, Mirko, der hat auch so ein komisches Ding da am Hemd dran geheftet. So ein LED-Ding, was du dir da angeguckt hast, was du dir geholt hast. Ist das? Ja, das allerdings nur der LED. Eine Buchstabe ist nur zu sehen. Das ist so ein Lauflicht, ne? Hast du aber die eigentlich schon mal benutzt jetzt? Also schon mal, Ich habe zumindest die Software jetzt drauf auf dem PC und habe auch, mir ist aufgefallen, ich habe die Star Wars Schriftarten gar nicht mehr drauf gehabt auf dem PC, deshalb habe ich die nochmal drauf gemacht. Mhm. Und, die will ich demnächst mal ausprobieren. Mhm. Hier, am besten, wenn wir Pen and Paper haben, lieber Frank, dann schreibe ich da in Aurek bisschen, Jortan ist doof oder so. Genau, du redest dann nicht mehr, du machst das alles über dein LED-Display. Schön. Ist ganz cool, ich weiß gar nicht, wie viel. Also im Programm sind 8 Bänke. Die man belegen kann mit Schrift. Also du kannst 8 Speicherplätze, wo du verschiedene Nachrichten dann auf dieser LED-Fläche darstellen kannst, oder was? Das ist ja so ein LED-Larmschild, ist 10 cm breit und 3 cm oder 2 cm hoch ist das, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, ja, kommt hin. Ich weiß nicht. habe schon für weniger Menschen gewirkt. Glücksspieler! Sehr schön. Und die Macht kann auch. 30.000. Und die Macht auch, genau, 30.000, richtig. Sowas fand ich auch geil hier. Guck mal, was sie da noch haben. Das war irgendwie so ein botanisches, ich wollte gerade sagen, Zuchthaus, Gewächshaus. Sieht aus, als wenn das so eigenständig bewässert werden kann, dass das dann vielleicht von oben runterrieselt oder so. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Auch sehr cool. Wie so eine Karotte von der Seite wächst. Aha. Also wieder der pädagogische Lerneffekt hier. Oder Lehreffekt oder Lehrauftrag, den wir haben. Ja, Lernauftrag, ja. Ich sag immer wieder, Frank, ich kann nichts dafür. Die Tür war auf. Und natürlich hau ich ab. Für diejenigen, die jetzt gerade nicht wissen, was hier gerade im Chat abgeht, das ist ein Abenteuerteil, den wir mal in eins der Pen and Paper hatten. Wo unser mutigster Glücksspieler der Welt mal Reis ausgenommen haben, weil es eben irgendwann zu viele Gegner wurden. Die Tür war auf. Ja. Ach, guck mal, hier sogar alte, hier so Flipper selber gebaut und sowas. Auch gut. Right. Naja, jetzt kommen wir hier, was haben sie denn in Berlin gemacht? Guck mal an. Ah, haben sie auch Roboter gehabt. Indoor und Outdoor. Also ihr seht schon, es gibt überall in den Städten gibt es solche Veranstaltungen. Und natürlich dann immer mit wechselndem Angebot, je nachdem, was dann für lokale Aussteller da sind.
Ja, wiederholt sich auch. Ja, aber bauen, das ist halt, ne, basteln und klar, natürlich. Ist hier, da ist dieser Lobomat, was oben rechts. Dieser hier, ja, genau. Der hat. Wo dann die ganze Rolle gleich rausfiel. Oh, wo Cenk die ganze Rolle hatte. Du musst es abreißen. Ja, wupp. Gut, dann war das 2018 eventuell. Ja, Achtung, 2018, 2019. 2018 und dann hatten sie Pause. Ja. Dann brauchten sie ein bisschen Zeit, bis das ganze Ding wieder läuft. Ach, guck mal, hier gibt es noch so kleine Viecher da. Genau. Was ist das hier? Kleine Putzroboter. Ach, guckt sich das an hier. Geil. Auch nicht schlecht. Also ist das solche Spielereien, die mag ich halt, weißt du? Hier, das ist übrigens die Pflanze. In klein. Da oben, in klein. Ja. Aber was sie genau gemacht hat, keine Ahnung. Ne? Scheint sich zu bewegen und scheint eben vielleicht in unterschiedlichen Richtungen zu leuchten. Die sieht gut aus. Die sieht gut aus, das reicht schon mal. Hier, gucke mal, auch das hier. Ne? Franks Heim-PC. Obwohl, ne, den haben wir ja vorhin schon gezeigt. Ne? Aber ich erinnere mich noch daran, diese alten Videokonsolen, also nicht diese Heimkonsolen, sondern die du in der Arcade spielen konntest. Die hatten ja immer so 1000 Bedienknöpfe da gehabt und so. Früher, ja. Oh ja. Ich wüsste gar nicht, wofür diese ganzen anderen Knöpfe dann sind. Du brauchtest doch für jede Aktion einen extra Knopf. Das war doch noch nicht, dass du so eine Multisteuerung oder was weiß ich nicht hattest, sondern da war doch jeder Knopf doch dann für eine Aktion aus. Naja, aber was brauchst du denn? Ne? Links, rechts, geradeaus, ne? Das ist ja der Knüppel und dann eben, was weiß ich, springen, ducken, schießen. So, und jetzt, was noch? Höher springen, schneller ducken. Ja, genau. Wie war das? Start, Select. Weiter schießen. Ja. Vielleicht noch irgendwelche Aktionen mit irgendwelchen Gegenständen oder was? Ah ja, hier sieht man tatsächlich so einen Laser im Eindruck, im Einsatz hier. Ah, Javas natürlich auch vor Ort. Ja, wo Technik ist, sind Javas nicht weit, ne? Das wundert nicht, ne? Javas, Technik, alles, ne? Musst du dann auch beim Rausgehen die Taschen kontrollieren. Auf jeden Fall. Ja. Nicht, dass du wie bei Obi-Wan dann auch deine eigenen Geräte wieder zurückkaufst. Mini-Klavier nachgebaut, oder was das sein soll hier. Also, das ist ja das Irre. Man weiß es nicht, weil diese Kombination aus verschiedenen Sachen, das könnte jetzt auch einfach ein Drucker sein, der irgendwas ausdruckt und du hast nur die Klaviertasten drauf gemacht. Ja, also manchmal glaubt man auch einfach nur, es ist ein Deko-Element und dann funktioniert das aber in irgendeiner Form auch noch. Ja. Naja, wollen wir mal schauen, was uns... Bitte. Nochmal hoch, jawohl. Noch weiter? Achso, nee, ich dachte, das ist jemand, den wir kennen. Nee, ist gut. Nein, das ist nicht Frank. Nein, es ist nicht Frank, es sind Frank und ich. Ne, also er hat zwar graue Haare, aber die wachsen ihm nicht unten aus dem Gesicht, sondern bestenfalls oben, aber sonst so viele sind es auch nicht mehr. So ein bisschen mehr in der Richtung ungefähr gehend. Da bin ich mir nicht sicher. Und, also Südpol war schon richtig. Ja, ist schon... War schon nice. Ja, jetzt geht's eben darum, mal gucken, wo wir dann eben beim nächsten Mal landen werden. Was wir dann uns erfahren ist. Was war Steampunk? Hier nochmal ein Auch von Hannover. Der war auch an den Stand und hat auch hier mit diesen Schaumstoffmatten Rüstungsseile zusammengebaut. Ja. Das ist ja von Franks Freund hier Skuri, Studienkollege. Ah, nein. Mit dem er studiert hatte. Sicher von vorne. Also, das war auf jeden Fall mal so der kleine Einblick von dem, was wir halt so von der Messe mitgenommen haben. Und wie gesagt, ich fand's toll. War für so einen spontanen Nachmittagsausflug mal eine schöne Abwechslung. Und es war halt eben ganz in der Nähe. Wetter hat mitgespielt. Die Kosten haben sich im Rahmen gehalten. Also von daher war alles gut. Da hatten wir tatsächlich mal wieder das Glück der Narren auf unserer Seite. Ja.
Genau. Von daher ja, war wobei, schon, wie war gesagt, schon was ja, es war dann ja auch später, als das System wieder funktionierte, musste man ja auch wieder bezahlen. Richtig. Also wir kamen wirklich genau im richtigen Moment. Das war Fügung. Das ja, war Fügung. Definitiv. Ne? Oder Mirko hat vielleicht hier, ne, du willst uns nichts abrechnen, gemacht. Ja, genau. Das wäre ja eigentlich mehr Frank seine Abteilung gewesen. Eigentlich ne? ja. Eigentlich ja. Ne? Also von daher, mein Gott. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Mal gucken, was wollen wir für die nächste Messe machen? Ist eigentlich irgendwas schon in Aussicht? Wisst ihr da irgendwas? Nee, ich glaube jetzt im Moment, ich weiß ja nicht, Ende des Jahres, da ist ja dann auch nicht mehr so viel messentechnisch ja. oder was. Ich weiß nicht, also wüsste auch nicht, was hier jetzt in der Umgebung noch wäre. Also ich, wie gesagt, und Stefan hat ja vorhin schon, als wir auf Stream geredet haben, mit Fürth, also hier mit der NorrisCon. Ja, das ist ein aber das ist gerade um die Ecke. Die ist nicht gerade um die Ecke. Es ist natürlich schön, Anthony Daniels zu treffen. Ja, na klar. Aber, ne? Und auch den Brian, nee, wie heißt er? Dieser Muir? Also der Darth Vader, die. Ja. Genau. Ja, ja. Kommt auch dahin. Und erzählt ein bisschen was über das Kostüm und über die anderen Kostüme. Die Figur kommt zumindest deiner nahe, John. Wobei der noch schlank gegen dich war. Ja, das ist ja wahr. Wir foppen uns ja immer gegenseitig so ein bisschen. Speyer, ja, Speyer gibt's auch noch, genau. Speyer, Cosplayer. Ja, gut, aber Speyer liegt ja nur auch nicht um die Ecke. Naja. Darmstadt ist auch nicht gerade so eben. Ne? Genau, wir müssen immer gucken, dass wir das so im erreichbaren Rahmen dann eben haben. Aber wenn tatsächlich mal hier was in der Nähe unterwegs los ist, dann nehmen wir das natürlich in Angriff und dann sammeln wir dann natürlich Bildmaterial und Videomaterial, was wir dann eben nutzen können, um dann hier darüber zu reden. Also es wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr was werden, vielleicht nochmal Outpost One irgendwann, wo wir dann wieder live aus dem Stau berichten. Also es wäre ja. Ja, ich denke auch nächstes Jahr. Dieses Jahr wird es wohl nichts mehr, aber wo wir dann live aus dem Stau wieder berichten. Das war tatsächlich eine coole Session. Für diejenigen, die das mitgekriegt haben, das war ja unser erster Livestream Outdoor, wo wir dann im Auto unterwegs gewesen sind. Stefan ist gefahren und wir saßen dann, Mirko, Sally und ich, wir saßen dann Beifahrer bzw. hinten auf der Rückbank und haben uns dann gedacht, ach naja, komm, wie angekündigt, wir hauen einfach mal den Stream an hier live auf Twitch und berichten mal so von unserer Fahrt dahin. Mit dem Ergebnis, dass es keine 2 Minuten gedauert hat und wir in einem Stau standen für eine Dreiviertelstunde und sich gar nichts getan hat. War lustig, aber es war überraschend gut. Ich meine, die Übertragung hat doch fehlerfrei funktioniert. Ich glaube, wir haben ein einziges Mal einen Aussetzer gehabt oder so, aber alles andere ging. Der Staustream, Vampirhundchen, du hast ihn mitgekriegt, ne? Ja. Das war schon cool. Wir nicht, war alles ganz easy Fahrt. Ja, ihr seid ja mit einem anderen Auto gefahren, Frank, damals. Wir sind ja Konvoi gefahren. Ne? Die einen haben ja rechtzeitig die Kurve gekratzt und wir haben eben den anderen Weg genommen. Ja, weil wir noch gedacht haben, ach komm, die reden doch nur. Ne? Ja, und dann standen wir leider. Naja. Die mussten ja zwangsweise noch in Hamburg direkt noch jemanden aufsammeln. Die haben noch einen kleinen Umweg gefahren gehabt. In Anführungsstrichen das Glück, dass es durch Hamburg durch dann schneller ging als um Hamburg rum. Was eigentlich an sich schon ein Phänomen ist, aber na gut. Ja. Also von daher, aber es hat ja zum Glück geklappt und wir haben eine ganz tolle Tour sehen können und haben dann anschließend noch am Strand eine Zeit lang verbracht und dann abends ging es dann wieder in aller Gemütlichkeit dann nach Hause und in dem Fall halt auch staufrei. Also von daher, wird aber sicherlich nicht der einzige Stream gewesen sein, den wir da mal so on Tour machen und sobald sich da mal wieder eine Gelegenheit und etwas in der Richtung anbietet, dann nehmen wir das mal wieder in Angriff. Wird natürlich rechtzeitig angekündigt, damit ihr euch dann im Zweifelsfall darauf einstellen könnt. Natürlich wird das dann aber auch außerhalb der normalen Zeiten laufen. Also nicht dienstags oder donnerstags abends ab 20 Uhr, sondern diese Outdoor-Real-Life-Streams, die machen wir dann natürlich irgendwann über den Tag hinweg an einem Wochenende oder wann sich sowas dann mal anbietet. Ja. Nur, dass ihr wisst. Aber im Zweifelsfall gibt es ja zur Not für solche Zwecke dann auch immer noch die VODs. Genau. Wir wollten doch sagen wir hier auch mal durch Hildesheim
wo wir wohnen, laufen. Stimmt, das können wir bei Gelegenheit tatsächlich auch mal in Angriff nehmen und schauen, was wir da machen können. Müssen wir mal schauen, dass wir da vielleicht dann mal irgendwann einen Zeitpunkt erwischen, der sich da ganz gut anbietet und wo auch natürlich das Wetter mitspielt. Vielleicht auch etwas, wo wir mal wieder sowas haben, wo in der Stadt auch irgendwie ein Event oder eine Aktion ist oder dergleichen. Dann könnte man mal, dann kann man auch ein bisschen was gucken. Mal sehen, was wir da so haben. So, der Frank hat sich noch einen Zungenbrecher gewünscht. Dann machen wir den noch für den Abschluss. Ich gucke nur mal eben, wo ich die Seite dazu gerade habe. Ich hätte es ausschalten sollen. hat nochmal als Rache von vorhin. Lieber Frank, erzähl uns mal einen Buchstaben, mit dem du diesen Zungenbrecher haben möchtest. Ich hätte es ausschalten sollen. alles Rache, genau. Welcher Buchstabe soll es denn sein vom Alphabet? Mit dem der Zungenbrecher. Ich gucke mal nach, was wir hier haben. Nicht hier. Hallo. Oh, nehmen wir doch den hier. Das ist schön. Wer möchte denn von euch beiden anfangen? Kann ich erstmal den. Ich weiß ja gar nicht, wo ich den Text kriege hier. Den kriegst du gleich über den Chat bei Twitch. Da werde ich den gleich reinposten. Wer will es sagen? Willst du anfangen? Oh Gott, wie habe ich mich jetzt blamiert oder in 2 Minuten? Komm her. Dann volle Kraft voraus. Hier ist dein entsprechender Zungenbrecher. Ja. Warte mal, ich muss mal. Pass auf, wir kämpfen uns den alle durch. Wir kämpfen uns den alle durch und okay. Du fängst mal an. Pass auf. Stefan, leg los. Hier kommt der Zungenbrecher mit F. Nee, ich hab noch nichts hier. Was machst du mit? Was? What the? Was ja, Suna. Was? Der Frosterfrosch frostet im Froschfroster? Frostet der Frosterfrosch im Frost? Im Frost? Im Frosch, Froster, frostet der Frosterfrosch. Was zum Geier ist ein Frosch, Froster? Ist vielleicht ein französisches Produkt. Froster-Frosch. So, Stage frei für den lieben Mirko. Toll, der Frosterfrosch frostet im Frostfrosch. Der Fahrstuhltüren. Der Frosterfrosch frostet im Froschfroster. Frostet der Frosterfrosch im Frostfroster? Im Froschfroster frostet der Frosterfrosch. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Das ist ein extrem gefährliches Wort. Da kannst du ganz schnell abrutschen. Weißt du das? Ja, ich weiß. So, pass auf. Ich versuche jetzt auch gleich nochmal mein Glück. Eieieiei. Ich werde mich hundertprozentig auch verfransen, weil ich habe es eben gerade beim Mitlesen auch versucht, aber jedes Mal, pass auf. Also, der Frosterfrosch frostet im Froschfroster. Frostet der Frosterfrosch im Froschfroster? Im Frosch. Froster frostet der Frosterfrosch. Frosterfrosch. Vielen lieber Dank, lieber Frank, für den Zungenbrecher. Ja, ich denke mal, damit haben wir es auch ganz wunderbar geschafft für heute Abend. Ja, gerne. Sehr, sehr schön. Und ich hoffe, ihr habt da draußen auch so ein paar schöne Einblicke bekommen können von der Maker Faire in Hannover. Wie gesagt, die gibt es halt eben nicht nur dort, sondern eben auch an vielen anderen Spots. Und wenn ihr euch da informieren wollt, auf der entsprechenden Internetseite, googelt das Ganze einfach, dann werdet ihr sicherlich auch dort bündig werden. Vampirinchen spendiert nochmal 100 Bits. Vielen lieben Dank dafür. Ganz, ganz toll. Danke, danke, danke. Und deswegen... vielleicht ist das ja auch was für euch, ne? So viel nur am Rande, ne? Genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielen Dank für die tollen Eindrücke, jawohl. Bitte. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir die Gelegenheit haben, dann nehmen wir eine Kamera mit und dann gucken wir uns das Ganze auch an und besprechen es anschließend hier im Stream. Bitte, Mirko, was meinst du? Ich wollte dich nur fragen, was so anliegt die nächsten Tage. Also, wir haben ja jetzt... Wir haben ja jetzt am kommenden Dienstag geht's wieder in die Luft. Wir starten wieder durch mit Fly the Community. Geht's in die nächste Runde. Wir sind ja nach wie vor immer noch unterwegs in Südamerika.
werden dann wahrscheinlich von Natal bis Salvador fliegen. Und da wird es bestimmt auch wieder eine schöne Ecke zu sehen geben, weil geht ja an der Küste entlang dieses Mal wieder. Und am kommenden Donnerstag, also nächste Woche, dort wollen wir uns dann mal wieder mit dem Tabletop-Simulator versuchen und ein neues Spiel ausprobieren. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und deswegen bin ich mal gespannt, was wir daraus machen. Das sind zumindest so die Planungen jetzt für die kommende Woche und darüber hinaus, da sind wir dann eben flexibel, da gibt es dann natürlich auch immer Slots und Möglichkeiten. Aber es geht ja jetzt so langsam aber sicher auf die Herbstzeit zu und das ist wieder so die Zeit, wo ich sage, Mensch, ne, es wird mal wieder Zeit, dass wir uns wieder an die Brettspiele zurückwagen und ich habe da schon so 2, 3 Kandidaten, die da für ganz gut in Frage kommen. Und wenn wir da genug Spieler zusammenkriegen für, dann ist das natürlich immer schön. Wenn wir 4 Leute mindestens haben, dann können wir da auch ganz, ganz viel mit bewegen und euch dann auch zeigen, weil da gibt es so ein oder andere Perlen schon, die auf jeden Fall sehenswert sind, die mir normalerweise selber auch durchs Raster gefallen wären. Aber dank Tabletop-Simulator konnte man da vieles auch entdecken und erkunden und ausprobieren. Und ich denke mal, das werden wir dann beim nächsten Mal. Die Vampirhörnchen schreibt ihr schon. Oh ja, Tabletop. Ja, Vampirhörnchen. Du hast den, glaube ich, auch. Genau. Haltet euch da schon mal bereit. Umso mehr Spieler, umso besser die Spiele. Richtig. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir dann auch Spiele haben, die für die entsprechende Anzahl an Leute ausgelegt ist. Aber tatsächlich, wenn ihr da draußen auch den Tabletop-Simulator haben solltet oder ihn euch zulegen wollt, über Steam über MMOGA und dann über Steam einloggen oder was auch immer dergleichen für einen schmalen Euro, dann kann man eben auch mal solche richtigen Sessions machen, wo wir das ein bisschen mehr dann forcieren. Ich weiß nicht, ob Steam ja den schon hat, den Tabletop-Simulator. Er hat ihn, glaube ich, noch nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Semir, ich habe ein ganz tolles Spiel auch für dich noch zusätzlich gefunden. Ich habe ja Mirko weiß ja schon, welches Spiel wir beim nächsten Mal spielen werden. Und das werden wir dann ausprobieren. Und für Semir habe ich das auch noch gefunden. Und deswegen, genau, wenn du wieder in Deutschland bist, wenn du aus Schottland zurück bist, dann können wir das ja vielleicht auf kurzem Wege dann noch auf den Weg bringen. Und dann spielen wir halt nächste Woche Donnerstag eine Runde Tabletop-Simulator. Und dann geht es auf jeden Fall wieder an den Spieltisch und wird hoffentlich der Auftakt für viele, viele coole Sachen dann sein. Ja, genau, so in der Art, richtig. Kommt nicht schon da, ja, Bier. Richtig, richtig. genau, im Zweifelsfall. Die Geschichte, ja. Okay, ihr Lieben, war sehr schön, hat Spaß gemacht heute Abend, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank zu euch nach Discord, dass ihr heute dabei gewesen seid und den Stream so schön bereichert habt. War cool. Hat mir Spaß gemacht. Und auch zu euch da draußen. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen, dass ihr im Chat dabei gewesen seid, dass ihr euch so rege beteiligt habt natürlich. Und wenn euch solche Sachen wie diese hier gefallen, dann seid ihr natürlich herzlichst dazu aufgerufen, diesem Kanal hier auch zu folgen. Wir sind ja nach wie vor auf dem Weg zu der goldenen 300, unser nächster Milestone. Also von daher, es braucht noch ein bisschen. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wir kommen so langsam dem Ziel so nach und nach näher. Also von daher ist das schon mal eine schöne Sache. Ja. Jetzt bin wir noch am Gucken, zu wem schicke ich euch denn jetzt mal am besten? Die Frage müssen wir noch mal eben klären, bevor wir uns hier auflösen. Und dann gucken wir mal, wen haben wir denn alles im Angebot? Hat denn der Chat irgendjemand noch ein Angebot? Oder genau, macht mal gerne Vorschläge. Wir haben ja heute ein Talk-Session gemacht. Wen haben wir denn vielleicht, der vielleicht da in die Richtung passt? Nur Flugsimulator. Das passt jetzt nicht so. Ja, Flugsimulator machen wir meistens Dienstag, da reden wir in die Richtung. Aber vielleicht gibt es ja auch noch jemanden, wo ihr sagt, Mensch, derjenige ist gerade online oder diejenige ist gerade online. Und den könnten wir dann einen kleinen Gefallen tun und ein wenig Glück auf dem Wege bringen. Verschwindet jetzt noch nicht gleich, auf jeden Fall schon mal gutes Nächtle, schlaft gut alle zusammen, genau, aber verschwindet noch nicht gleich. Wir suchen noch eben jetzt gerade ein Ziel raus, an wen wir euch gerade eben weiterschicken. Und dann könnt ihr euch gleich alle verkrümeln, das ist dann alles soweit gut. Habt ihr noch Vorschläge? An wen wollen wir eben noch mal einen kleinen Raid rausschicken mit 12 Leuten, die jetzt gerade noch am Start sind? Wenn wir jemanden haben, ansonsten schicke ich euch zum Falken. Ich glaube, der macht heute Musik-Joke-Box in der Richtung. Ja, wie immer. Die üblichen, Die üblichen Verdächtigen? Okay, kommt. Okay, kommt, Leute.
Bitte? Schade. Nee, alles gut. Dann alles gut, okay. Dann machen wir Folgendes hier. Ich bereite das jetzt mal eben vor. Dann gehe ich mal in das Dashboard und dann schicken wir euch gleich hier mal zu dem Falken rüber. Also, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Habt ein schönes, eine schöne ausklingende Woche, ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns dann in alter Frische wieder am kommenden Dienstagabend ab 20 Uhr zu Fly the Community. Bis dahin, macht's gut, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gut.